Go live. Es ist halt echt. There we go. Dann hallo auch YouTube. Wir haben jetzt gerade seit einer Stunde versucht, das Ganze runterzuladen. Jetzt hat es endlich geklappt. Tada. There we go. So. Dann starten wir doch mal in den neuen Vibe, Freunde. Englisch natürlich. Name ist okay. Ein bisschen Werbung. Ne. Dann Jusek oder Bär. Wir spielen weiter an Jusek. Weil ich glaube, die Shoreline-Erweiterung ist nicht da. Es war ein Shoreline-Rework. Also, ja. Jusek it is. Das Schade ist halt, Bärs haben so ein Babyface. Warte, wo ist er? Ne, nicht er. Uff, oh, nee. Da, Danilov. Ich will halt so ein Babyface auch bei den Jusecs haben. Ich finde das super. Du hast so ein Game, was so richtig ernst macht. Und dann hast du einfach den da. Aber das haben die Jusecs leider nicht. Glaube ich. Ah, ah. Ah, nehmen wir Tyler. Wann sind die leise? Nehmen wir Josh. Er ist perfekt für die Babyreihe, yeah. Hey, Timmy. Das ist halt ein bisschen RIP jetzt, ja. Das ist jetzt halt ein bisschen RIP. Die haben die Settings halt komplett resettet. Man muss alles neu einstellen. Und das Lustige ist, in Arena kann man hier reinklicken und den Wert manuell eingeben, aber im Base Game ist es einfach nicht drin, warum auch immer. Arena, ich dachte eigentlich Arena und Tarkov würden so Hand in Hand gehen. Aber aktuell sieht's, ja, siehst du, ich kriege jetzt den Wert nicht gegen Hatter. Das ist so blöd. Ich brauche 0,2, das kann ich jetzt nicht. Ah, 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 oh. There we go. Hast du die INI-Datei kapieren müssen? Oder der Entwickler sollte es einfach besser machen? Ich bin vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich sehe es halt irgendwie nicht ein, da irgendwie meine Configs und so regelmäßig zu backuppen für sowas. Ich finde, das muss entweder kommuniziert werden oder halt irgendeine Lösung vom Entwickler kommen. Switch between sites. Ich habe alles anders gehabt, scheiße. Kann ich das nochmal löschen? Check Fire Modus B. Mal press. Switch Fire Mode, nicht set. Das hier machen wir auf Double Click. Ne, das hier. Machen wir auf Double Click. Das weiß ich noch. Den Rest weiß ich leider nicht mehr. Ne, es kommen etliche Leute nicht rein. Ich habe auch eine Stunde gewartet. Ich weiß den Rest nicht mehr, Freunde. Hot Breath hatte ich hier auf Maus 3. Das weiß ich noch. Scheiße, was hatte ich nochmal Scope ändern? Ich glaube, Y war... Oh mein Gott, Leute. Wir haben ein Problem. Ich weiß meine Settings nicht mehr. Aber warten, Connors. Erst so, mit Ruhe und Gemütlichkeit angehen, Leute. Dann kommt's gut. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Was zur Hölle war jetzt mein Aim-Ding-Setting? Switch between sites. Das war Y bei mir. Nee. Das war Y. Das war... Kontroll-Rechtsklick, glaube ich.
Boah, ich habe keine Ahnung. Wir werden es merken. Wir werden es merken. Ah, außerdem, genau, Smooth Leaning hatte ich auf A und D ist so. Nee. Ja. Q? E? Außerdem Leaning allgemein haben die irgendwie ganz, ganz weird. Prone. Das habe ich auf Y. Das macht aber auch keinen Sinn. Revert. Einen Fehler gemacht. Ach du Scheiße, wie kriege ich meine Settings wieder? Ich habe keine Ahnung. Was mache ich jetzt? Ich weiß meine Settings nicht mehr. Hold Breath war most. Ich mache jetzt einfach die, wo ich 100% weiß, dass sie so waren. Sidestep Right war... Hatte ich Alt D, Alt A. Dafür hatte ich Smooth Leaning auf Alt Q. Ne, Alt E war es hier und Alt Q. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung mehr, Freunde. ist X irgendwas? Prone auf X, das klingt schon nicht schlecht. Change Magnification habe ich auf Y. Okay, das stimmt soweit. Das stimmt soweit. Oh mein Gott. Ne? Oh, oh. Arena, ja, wenn ich jetzt schließe, habe ich Angst, dass ich es nicht mehr kriege. Klaus Foxy, danke für 6 Monate. Danke. Und Jules, danke für 5. Der Angel. Alter, schon 17 Monate. Ey, vielen Dank, Leute. Danke, danke. Ich glaube, wir lassen es fürs Erste so, weil ich, egal was ich tue, es wird nur schlimmer. Ich habe so das Gefühl, es wird nur schlimmer, wenn ich was tue. So. Ja, easy. Die Frage ist, was tun wir? Oh, die haben die Map überarbeitet. Jetzt sieht schön aus. Echt schön aus, das Menü. Ground Zero. 50 Minuten, 10 bis 12 Leute. Schwierigkeit insane. Und das neue Shoreline. Ey, Leute, was hattet ihr davor? Wir machen Streets. Wir machen Ground Zero, guck mal an, Streets und das neue Shoreline. Klingt das nach einem Plan? Ja, ne? Klingt gut, perfekt. Ich habe heute auch nicht so viel Zeit, weil 18 Uhr ist Familienessen und morgen bin ich nicht da. Deswegen machen wir das Beste aus der Zeit. Habe ich schon Alu-Splint? Ja. Er macht 5-5, ist wertvoll, Early Wipe. Kurz überlegen. Was brauchen wir noch? Geld wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, was das Ding verlangt. Ich weiß nicht, was das BTR verlangt. Familienessen mit Viewer Meet and Greet? Nein, das ist Familie. Ich geh zu meiner Oma, Mann. Die kriegt eine Baracke, wenn ich da irgendwas mit Zocken oder so hoch mitbringe. Also wir haben Painkiller, das. Ich denke, ich brauche halt auch noch Essen, weil im Early Wipe ist halt immer so RIP. Hast du Fast and Furious gesehen? Oh, die Szene, wo sie am Ende auseinandergehen damit. Wie hieß das nochmal? Mit dem Song da. See you again. Boah, das ist, als Männer geweint haben, ey. Das war zu viel. Das war herzzerbrechend, Freunde. Easy, M4 versichern, eine Pack am Anfang. Ja, komm, warum nicht?
Das Problem wird sein, wir haben keinerlei Ahnung von den Eingängen und Ausgängen. Stimmt, Reek können wir es aber auch testen. Brown, ich habe keinen Tipp. Warten. Ich habe eine Stunde jetzt gewartet. Bis es geklappt hat. Ey, der YouTube-Stream läuft aber schon seit 10 Minuten, oder? YouTube-VOD mit seinen Settings? Nö, ich habe dazu kein Video gemacht. Da gibt es Leute, die machen das besser. Ich finde, es macht halt keinen Sinn, dass ich da irgendwie noch mal ein Video mache zu Settings, was im Grunde genau das gleiche sagt wie alle anderen. Das YouTube läuft seit 11 Minuten. Perfekt! Nö, Star Fox verfolgst, das geht nicht. Aber für die Klicks, das ist mir. Ich versuche Videos zu machen, die einen Mehrwert bringen. Ne, bis Level 20 ist die neue Map. Hey Marcel. Level 20 ist die neue, wobei wir haben einfach keine Ahnung. Ich meine, Ground Zero Tarkov Map. Wir haben keine Ahnung davon. Oh, die sieht aber klein aus. Oh, die sieht wirklich klein aus. Aber wir haben als Orientierungshilfe nichts. Okay. Hey Dynamic, gerne willkommen. Hey Marco, hey Banti. Wo ist Jazz? Keine Ahnung, war gerade im Chat. Es soll Quests geben für Ground Zero. Oh, du hast recht, ich hätte die Quests annehmen sollen. Oh, ich bin so ein Idiot. Oh, ich hätte die Mission annehmen sollen. Oh. Oh, wow. Well. Aber gut gemacht. Weiß auch nicht, lest den Chat, aber es ist gerade ein bisschen viel, you know? Fehler ihrer Post. Ja, ist zu viel los. Es wird nach und nach, werden die reinkommen. Ah, stimmt, ich muss noch ändern. Ist da noch just chatting? Seit wann ist Patch draußen? Keine Ahnung. Stunde oder so? Sound? Hallo? Als ob die spawnen und direkt schießen. Hä? Oh mein Gott. Okay, einen Moment. Wo stelle ich das um? Ich habe Rennen auf. Er rennt einfach immer. Sprint, Left Shift Press. Ja, aber kann ich das umstellen, dass er nicht immer rennt? Wo kann ich das umstellen? Ah, Continuous, das stimmt. Sprint, Continuous, danke. Ja, aber ist das Game irgendwie leise? Ja, jetzt ist gut. Danke. Das ist auch falsch. Oh Gott, da. Ja.
Fire Mode, Fire Mode, Fire Mode, Fire Mode. Wo ist B? B, 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 B. B. Wo ist B? Hier, Switch Fire Mode. Was ist jetzt der Fire Mode? Den brauche ich nicht. Den hier brauche ich nicht. Kann ich den irgendwie anbinden? Ding hat ja kein Recoil. Sheesh, ist das ein Laser? Na, aber der lebt noch. Damn! What? Wie viel brauchst du denn jetzt eine Meta M4? Aber weird, ich habe irgendwas auf was geschossen, das hat sich, glaube ich, hingelegt und jetzt ist es gone. Boah, aber hier willst du nicht raus, das ist ja übel offen. Wir müssen erstmal ein bisschen chilligen Ort finden, dann kann ich das umstellen. Ich weiß ja nicht, wo die Spawns sind, ich weiß nicht, wo Leute sind. Was hast du denn schon für einen Helm? Hat er gefunden? Oh, Delete ist auch auf dem falschen Knopf. Jawohl, da. Ich muss gleich alles in den Settings anpassen, das geht gar nicht. Durchsuchen ist auch so langsam. Holy shit. Kann ich hier irgendwo chillen? Ich würde einfach ganz gerne irgendwo verschnaufen, ganz kurz. Also, einige Sachen, die nicht stimmen. Throw away, wo ist das? Wegschmeißen. Wo war das? Das aktuell, warte, ich suche einfach Delete. Wo ist Delete? Delete, 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 Delete. Wo ist Delete? Hier. Delete hätte ich gerne auf V. Danke. Und V ist Messer, also müssen wir das auch anbinden. Ah, Melee Weapon. Okay, gut. Bankkeller. Du meinst wegen dem Effekt, oder was? Kann gleich gucken, ob sie den verändert haben. Und der Bankkiller-Effekt ist... Oh.
ist weg. Wie geil ist das denn bitte? Damn. Ist aber geil. Frage mal mich halt, ob man hier rein kann, weil wenn man hier rein kann, ich laufe hier vorbei, bin ich tot. Oh, es gibt sogar eine Map, die kannst du nicht lesen, wenn ich hier stehen bleibe. Ah, wir können sie so lesen. Und wo ist das You are here Symbol? Wo sind wir? Empire Capital Site. Ja, was habe ich jetzt? Hä? Wenn der Painkiller vorbei ist, kriegst du einen Pain-Effekt. Hey, Baby. Viel FPS. Auf der Map. 109, 120. Die haben ihr Versprechen gehalten. Not bad. Ich wollte gerade sagen, jetzt alle Leute, die hier schreiben, von wegen, die Streamer haben schon wieder Zugang und die anderen nicht. Das ist so Schmarrn, ey. Ich saß eine Stunde vorm Launcher. Eine Stunde lang mit dem Launcher einfach nur F5 gedrückt, im Grunde. Bin im genau gleichen Boot wie ihr, also was soll das? Ich bin nicht mal eingetragen als Streamer bei BSG. Kann ich hier reinschauen? Oh. Ich habe auch das Gefühl, die Ordnung von den Sounds ist besser. Ich kann mich irren, aber... Der persönlich guckt, dass Hans spielen kann. Klar, der guckt meinen Stream. Minen, pass auf. Verarsch mich, oder? Ach, da gehen wir nicht hier lang. Nee, ist okay. Aber wenn ihr das wisst, heißt das, ihr habt das schon getestet. Hier drüben auch Minen? Ah, shit. A new achievement, welcome to Tarkov. Oh, ich hab den nicht gesehen oben. Aber die Waffen aber gar kein Recoil mehr. 600, Alter, dem geht's nicht mal gut. Der hat einen AP oder so. Oh. Ah, schade. Ich bin durch Blunt Damage gestorben. Ey, Omalum. Es ist ganz weird irgendwie. Wenn du so auf einer Map bist, wo du keinerlei Ahnung hast, wo, wie, was. Das ist ein extrem unangenehmes Gefühl irgendwie. Also, Muni werden die uns genug geben, also. Ne, hier habe ich eigentlich einen Pouch, da muss man nicht mitnehmen. Dann habe ich eigentlich schon alles. Die Quest. Stimmt, ne? First in line. Locate the Emmercom Station. Hm. Locate the Utos Machine Gun. Also die Map ist, glaube ich, größer, als sie scheint.
Burning Rubber. Oh, es gibt ein Vehicle Exit, also kannst du Scav Karma grinden. Was, echt viele Missionen auf Ground Zero, das ist geil. Und man kann ja auch scaven, warte, ich will mal ganz kurz mit dem Scav da drauf. Mehr Sachen im Stash? Nö, das Übliche. Danke, Speedy. Der Painkiller-Effekt scheint weg zu sein, ne? Ja, du kriegst jetzt so einen Schockeffekt, wenn der Painkiller durch ist, was eigentlich cool ist. Also ich persönlich finde es cool. Dass du während dem Pain-Effekt halt nichts hast, aber wenn der Pain-Effekt ausschleicht, dass du dann halt wie eine Notification kriegst. Nein, Daka. Nein, Buko, bis später. Also ja, bis Freitag. Was hast du gemacht, Daga? Das Menü von der Map sieht anders aus. Yep. Es ist wie eine Mini-Streets, aber ich muss ehrlich sagen, wo waren wir denn gerade? Kann das einer zuordnen, wo wir waren? War das hier, maybe? Oder, nee, das macht keinen Sinn. Da war ein kleines Gebäude zur Seite, wo wir waren. So geil waren wir. Waren wir hier unten? Nee. Bei Empire unten links. Ja, das macht ja keinen Sinn. Da war nur eine kleine Hütte an der Seite. Die ist aber nicht eingezeichnet. So, jetzt können wir mal ganz kurz ein bisschen erforschen. So, einen Moment, kurz YouTube Timestamp aufschreiben. So. Zahn gezogen. Eine gute Besserung. Aber ich glaube, danach darf man viel Eiscreme essen. Ja, ich glaube, die Map ist größer, als ich dachte anfänglich. Ja, guck dir das an. So klein ist die nicht. So klein ist die gar nicht. Schon relativ groß. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Credit Bank. Haben wir hier immer eine Bank? Bank. Ich sehe keine Bank. Hat jemand eine Bank? Ja, Boys. Checken die Scav Karma? Ich hoffe mal. Also hier ist Map Ende. Da müssten wir das irgendwo finden. Das Capital Inside? Ist the Void? Na, stimmt. Oh. Beim Rennen soll das smoother gehen, habe ich gelesen. Oh, das ist schon... Das ist schon geil. Das haben sie echt gut gemacht. Damn. Das ist so smooth. Genauso muss das sein. Das ist so gut gemacht. Was ist mit ein bisschen höheren Gegenständen wie das hier? Na, hier geht's nicht. Hier hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Also hier ist ein Map-Ende und hier kann man nicht rein. Also das Gebäude hier ist nur Deko. Aber die Map sieht geil aus mit den Hochhäusern und so. Grüße gehen raus an The Day Before. Ein toter Scav, sehr beruhigend. First in Line, wofür brauche ich das denn?
Juggler. Oh. Der aimt auf irgendwas durch die Wand. Okay, schön zu sehen, dass die Scavs immer noch gleich funktionieren wie vorm Wipe. Die sehen wieder durch alles und jeden. Okay, also hier ist einfach eine Tiefgarage. Bisschen Loot. Hey Banjo. Hey Xbox. Aber ich muss sagen, die Performance ist gut. Die Map ist schön. Gefällt mir also sehr. Also 100, 120 FPS auf meinem Rechner ist gut, weil ich hatte auf dem anderen Streets teilweise 40. Also auf dem anderen Rechner auf Streets hatte ich so 40. Das ist richtig gut gerade. Das Gebäude kenne ich nicht. Hey Ryza, what's up, my man? Thanks for 16 months. Thanks a lot. Siesta, Das ist ein Terra Group Gebäude. Ich weiß ja nicht mal, wo ich rauskomme. Bei der Wolverine habe ich verpasst, oder? Scheiße. Tut mir leid. Danke für den Prime, mein Lieber. Vielen Dank. Eieiei. Was sehe ich sowas? Ja, es könnte das Terra Group Gebäude sein, so rein von der Optik her. Aber es limitiert, was du drinnen machen kannst, ne? Ja, das muss das Terra Group Gebäude sein. Das ist deren Logo. Wenn das Terra Group Gebäude ist, würde das bedeuten, wir sind hier. Yard Coffee Maniac. Und wir waren vorhin an der Sackgasse. Wir sind irgendwo da. Ja, das ist das Café draußen. Guck mal. Das ist der Yard. Da hinten läuft was. Wahrscheinlich der Scav von vorhin. Das ist etwas irgendwie ungeil, dass man im Wasser so stuck ist, aber okay. Also kurz überlegen. Wir sind hier. Skyside hat scheinbar viel Loot. Also wir sind hier vorne. Okay. So, meine Flex, jetzt bitte seid gut beschrieben. Emma kommt, Checkpoint. Ja, shit. Leute, ich glaube, wir werden nicht erfolgreich extracten. Emma kommt, Exit. Wie finde ich ein Emma.com Exit? Nakatani ist auf der Map. Nakatami ist da oben. Da müssten wir auf die Hauptstraße. Alles runter bis zu einer Biegung. Hauptstraße. Alles runter bis zu einer Biegung. Wir sind genau falsch gelaufen. Okay. Zucker. War's denn bei dir nicht richtig? Schau da, nö, wir schauen eins nach dem anderen an, du. Ich check's halt irgendwie gerade nicht. Ich meine, jetzt bin ich falsch abgebogen. Eieiei. Da bin ich. Bin ich jetzt nicht hier hoch? Na, hier geht's runter. Und wir sind jetzt hier lang. Jetzt müsste doch... Nein, das ist wie in der Sackgasse. Oh Mann, ich peil's nicht. Hab keine Orientierung. Ne, warte, das ist das Café. Ah, wir müssen da lang. Okay. Man kann ja walten. Ich wollte gerade drüber springen, aber man kann ja walten jetzt. Guck mal noch hier noch rein. Ins Business Center. Ja,
Ey, das Wolten ist schon geil. Also, muss man mal sagen, das Wolten ist schon übel geil. Also, hoch geht's nicht. Ampi, danke für 2 Monate. Dankeschön. Ja, muss ich übelst ans Wolten gewöhnen. Ich habe das jetzt aus Versehen gemacht. Ich wollte einfach drüber springen, also. Goliak, damit 10 Monate. Ah, da reden kann ich. Und es ist viel Loot auf dieser Map. Das hat echt Potenzial, meine neue Lieblingsmap zu werden. Das Problem ist, mit Level 20 darf ich hier nicht mehr drauf. Was mach ich dann? Kalkser kann ich nehmen. Ich bin, ich bin ein Skiff. Man findet jetzt gemoddete Waffen? Was? Damn. Das ist neu. Das ist einfach eine gemoddete 5-7. Ach komm, nimm was mit. Hello, do you know the exit? Hello, do you know the exit? Okay. Der hat scheinbar eilig, Leute. Er muss grinden. Hey, Dread. Also hier komme ich wieder da hoch, wo ich vorhin gespawnt bin. Das müsste die Straße hier sein. Jetzt können wir die hoch, dann alles rechts laufen und dann sind wir am richtigen Ort. You can vault, my brother. My Buddha. Nee, bin ich jetzt falsch gelaufen? Ah, jetzt bin ich erst am Vording. Und wenn ich hier hochlaufe, komme ich auf die Hauptstraße. Und dann muss ich rechts, oder? Das ist das stationäre MG. Glaube ich. Kann ich hier hoch wollten? Nö. Siehst du, und Leute meinten so, man soll jetzt das Springen rausnehmen aus dem Game. Mann, wäre das eine beschissene Idee gewesen. Ich glaube, da oben ist die MG-Stellung. Es geht allen gleich. Aua. Hab nicht gesehen. Es geht allen gleich, Leute, mit dem Launcher. Schon mal gesehen, ne? Aber lustig, das hat jetzt... Ah. 20.000 kostet so eine Platte. Kann ich denn Platten jetzt irgendwie... Ich kann noch keinerlei Platten kaufen, ne? Und die sind alle bei Skia, lustigerweise. Aber am Anfang hat man keine Platten. Das ist nur Soft. Hier könntest du Platten reinmachen. Das ist natürlich geil. Du kannst Presseweste mitnehmen in Raid. Wenn du in Raid... Ah, ne, kannst du nicht in Raid machen. Ah, shit. Das wäre halt geil, wenn du das in Raid modden könntest. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Can be modded. Wir testen es mal. Wir nehmen die jetzt mal mit in Raid. Und schauen mal, ob wir die modden können im Raid selber. Mal schauen. Na, vielleicht. Es geht im Raid, wenn du sie ausziehst. Das wäre richtig geil. Ey, Hilde.
Danke fürs Testen. Ja, ja. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der neuen Map. Ich weiß nicht, wo, wie, was und... Speakerbot und Streamerbot. Einfach Launcher schließen und wieder neu starten. Ich bin Hilde, nicht der andere. Ihr seid beide Hilde. Einer ist Hildegard, der andere ist Hildebrand. Der eine ist Tarzan, der andere ist Jane. Wie ist der Recoil? Nicht mehr existent. Ace Nexus. Also das ist jetzt gar kein Recoil mehr im Game. Ich meine, das vorhin, was ich gespielt habe, waren 70 Recoil M4 und ah, oh, Fabian, no, hast du es getestet? Ey, Sebastian. Wie kommst du drauf, Leon? Dini, Dini. Die meisten von euch werden ja aktuell Urlaub haben, Leute. Also macht euch gemütlich einen Kaffee, einen Tee, ein paar Mal einen Launch an euch starten. Früher oder später ist es da. Es lohnt sich nicht, sich zu ärgern. Es war zu erwarten. Und ehrlich sagen, ich habe auch nicht, deswegen habe ich einen YouTube-Stream nicht gestartet am Anfang. Weil ich ja schlichtweg nicht wusste, ob ich reinkomme. Also, ich war drauf eingestellt, dass ich heute nicht zocken werde. Und dann abends bin ich eh weg und morgen bin ich auch weg. Also, ist halt dann, wie es ist, ne? Aber da können wir eh nichts ändern. So, wo zum Geier bin ich? Ja, nice one. Deswegen sage ich immer wieder, ohne Wipes ist das Game dead. Das Game braucht Wipes. Wie ist es? Geil. Geil. Bisher. Bin irgendwie zu doof. Ah, ich bin wieder hier. Ne, warte. Sieht irgendwie ähnlich aus wie da, wo ich vorhin war. Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Wir wollten es im Game drin. Funktioniert sogar sehr, sehr schön. Ah, wir sind wieder bei dieser Bank. Diesmal aber von unten. Was ist hier, Muni? Oh, er ist ja... Rüstungsplatten haben nicht alle, ne, die AVS, die ich gerade spiele, hat Rüstungsplatten drin, zwei Stück. Aber ich glaube... Oh, First Lion ist das hier. Tasks. Handover Medicine Items. Ah, ich muss einfach nur... Ah, du musst... Oh, das ist so geil. Das ist weniger geil. Oh, du hast ja gar kein Recoil. Das ist uncool.
Müssen jetzt aber alle Kugeln gewesen sein bei dir. Ey, ich komme darauf gerade null klar, Leute. Du hast null Recoil. Null. Recoil ist weg. Ich habe extra ein bisschen zu tief geaimt, damit der Kick dann in seinen Kopf fliegt. Und es ist einfach nichts passiert. Du hast null Recoil. Gibt's nicht mehr. Damn. Also die M4 hatte schon fast nichts. Die hier hat auch fast nichts. Ich hab den Bass nicht geboostet in meinem Mic, mein Lieber. Ich hab ihn sogar runtergenommen. Es sei denn, das GoXLR hätte die andere Profil genommen, aber ich glaube es nicht. Ah, wie komme ich jetzt aufs GoXLR? Mann. Einen Moment. Nö, es ist das SM7B und ich habe Bass komplett rausgenommen. Da ist kein Bassboost dran. Streamer-Bonus, dass du kein Recoil mehr hast. Das ist echt heavy, also das überrascht mich. Dass du gar kein Recoil mehr hast, überrascht mich. Ich wusste, dass sie es reduzieren wollen, aber gleich rausnehmen? Damn. Heftig. Boah, das wird eine Gewöhnungsphase. Aber ich denke, das wird auch die Leute wieder... Na, das wird die Leute auch wieder ein bisschen aus der Arena raustreiben, glaube ich. Ich habe die falsche Muni dabei, ich Holz. Ich habe M855 im Pouch. Na, geil. Weil das Ding ist, wenn du jetzt das Base-Game spielst und dann sagst du, nee, komm, lass eine Runde Arena spielen. In Arena hast du noch den alten Recoil. Dann gehst du ins Neue und hast keinen mehr. Da kommst du doch null drauf klar. Das ist schon Level 3. Ja, die SKS haben sie überarbeitet, habe ich auch gehört, ja. Also optisch ja, das Modell sieht anders aus. Aber sonst... Das ist eine SKS. Ist ein bisschen hübscher, finde ich. Sieht hübscher aus. Jetzt habe ich meine ganzen Max hier irgendwo hingeschmissen. Nicht so clever. Vielleicht einen Rucksack nehmen sollen. Ich bin nur richtig in Endwipe-Modus, weißt du? Alles, was nicht groß ist, wird nicht mitgenommen. Aber das ist alles nur Deko hier, ne? Da kommst du nicht rein, ne? M80, ja moin. Ich würde jetzt interessieren, was, wenn wir Platten finden in Raid. Das ist übrigens der Emma-Com-Ausgang. Ah, danke, danke. Das heißt, wir sind aktuell... Gott, mein Gehirn ist aber nicht gemacht für sowas. Wo sind wir? Elementals Global. Das muss hier sein, oder? Nee, das ist Unity Credit Bank. Oh, der Recoil von der fühlt sich aber schön an. Habt ihr gesehen, wie langsam das hochkommt? Aber wie schön? Okay, SKS Recoil ist geil. Oh.
Aber irgendwie ist das Leaning anders, wenn du... Aber Scavs sind immer noch durch alles durch. Ja, er sieht halt durch die ganzen Büsche immer noch durch. Und ich halt nicht. Muss aber warten, bis er da ist. Gott, ist das ungewohnt. Ist das ungewohnt. Du hältst halt einfach drauf. Du korrigierst null mit der Maus. Null. Du musst halt echt nichts mehr tun. Das heißt, auf dem Konzert müssen. Genieß es, er. Warst du das Major oder was? Wie, du bist schon Level 3. Damn, das wird eine richtig lange Eingewöhnungsphase brauchen. Oh, ich werde so viele Fights verkacken. Ich finde den Recoil super, also gerade auf der SKS. Aber wenn man sich das jetzt nicht gewohnt ist... Also ich habe... Ich habe sämtliche tiefen Töne bei meinem Mikrofon um fast die Hälfte reduziert. Also ich habe fast jeglichen Bass rausgenommen. Mehr geht nicht. Ey, der Mann, danke für 100 Bellies. Oh, Saving the Mole. Für wieder eine Mission. Erstmal Zucker futtern. Bin aber auch nicht 100% happy mit dem Mic und so. Oder mit den Einstellungen. Ich kenne mich da leider zu wenig aus. Wie viele Frames? Ich habe 120. Was cooles. Haben wir dafür eine Quest? Saving the Mole. Locate the Lab Scientist. Lab Scientist klingt ja nach... klingt nach dem hier. Dem Gebäude. Ja, 10 bis 12 Leute auf der Map. Was haben den Recoil verändert? Die würde ich gerne mitnehmen. Es gibt keinen mehr. Recoil ist nicht mehr im Tarkov drin. Wurde gelöscht. Ja, ihr denkt, ich mache Witze, aber es ist halt keiner mehr drin. Warte, ich zeig's euch. Warte. Auch diese Animation ist anders. Siehst du, wie er den Kopf... Du kannst ohne Waffe mehr leanen, als wenn du ins ADS gehst. Vielleicht haben sie das um Right Peak ein bisschen zu... Weiß nicht, wie man die Schulter wechseln kann. Also jetzt machen wir Recoil von der MP5 voll durch, okay? Dude! What? Auf die Range einfach die Spraygröße von einem Kopf. Mehr ist das nicht. Holy moly. Wir haben Oh. Kann man einen Gruß an Buko ausrichten an der Stelle? Das ist brutal. Ich habe null kompensiert. Ich habe linke Maustaste gedrückt und losgelassen. Was zur Hölle? Das ist heavy. Aber jetzt versteht ihr auch, warum ich den Fight sofern so verkackt habe. Weil ich habe halt... Ich habe in die Brust geaimt, damit der Kick in seinen Kopf geht. Und ziehe dann noch nach unten. Und dann schieße ich ihm halt in die Beine. Hollow Point. Er macht 5-5. Nehme ich. Welche Exits habe ich überhaupt? Nakanti Basement Stairs.
Ja, ich spare jetzt im Stehen nicht noch ein Mag durch, weil es geht mir langsam die Muni aus, aber es ist nichts. Es ist einfach nichts. Keine Ahnung. Das mit Armor wird die nächsten Tage bekannt. Sie haben was gemacht, Balancing, aber wir wissen nicht genau was. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob mir der Recurse so gefällt. Es ist halt arschwenig. Like, warum musst du jetzt eine Meta M4 haben? Ich denke, eine M4 mit 50 Recall ist schon Gucci. Scav, komm zurück! Was mir auch gefällt, es ist viel snappier. Na, es geht halt nicht durch den Baum durch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber seht ihr, wie snappier es ist? Wisst ihr, was ich meine? Zack. Seht ihr, wie... Es ist schneller. Es ist viel genauer, nicht mehr so schwammig. Und ich liebe es. Aufzug. Was für ein Aufzug. Also das snappy schnell, das mag ich, aber hier nicht. Ah. Hello. Krasse. SMG-Wipe weiß ich nicht. Die Ammo ist halt kacke bei SMGs. Aber muss man überlegen, eine MP7 ist ja jetzt ein Albtraum. Warte, muss ich den Key Found in Raid rausbringen? Ne, ich muss in sein Office. Ist das hier sein Office? Ne. Wo hätte ein Wissenschaftler wohl sein Office? Bestimmt oben. Er ist ein wichtiger Wissenschaftler. Die haben ihre Offices oben. Nein. Aber die haben alle. Haben doch alle Keycards und keine. Ah, hier. Police Checkpoint, sagt ihr, ist da links. Geil. Das ist ein cooles, das ist ein cooler Raum, alleine vom Loot her. Man hat deutlich mehr Loot als erwartet, muss ich sagen. Ja, das wollten haben wir vorhin schon gemacht, aber guckst du hier. Es ist schon ziemlich smooth. Also es geht nicht überall so gut. Aber gerade so kleine Gegenstände kannst du aber drüber rennen. Zeig's dann nochmal, wenn wir draußen sind. Orientierst du dich auf der Map? Gar nicht. Keine Ahnung, wo wir sind. Scientist's Hard Drive. Ein Hard Drive. Wo hat der Wissenschaftler sein Hard Drive? Geil. Hand over the hard drive. Da können wir jetzt zum Police Exit. Der soll ja scheinbar da links sein. Gott, der Recall ist echt different. Hey, one left. Läuft das Update? Ich sag mal, sobald du im Game drinne bist, läuft's aktuell. Aber das Reinkommen ist ein bisschen die Kunst. Also ich hab gut eine Stunde den Launcher immer wieder geöffnet und geschlossen. Bis ich das Update ziehen konnte.
Ich habe absolut keine Ahnung, wo der Police Exit ist. Aber wir müssen den halt finden. Ich meine, ich bin jetzt im Terra Group Gebäude. Das ist hier. Ich gucke so raus. Also ist hier rechts sind zwei Exit. Die Chance ist hoch. Aber könnte auch hier sein. Okay, wir checken einfach alle drei. Einer davon muss es sein. What the fuck? Ist der schon tot? Nö. Ich liebe sie. Wir sind ziemlich vollgepackt, ne? Ja, Leute, ist es hier ein Vibe, das gleiche, deswegen, um eure Nerven zu schonen. Oder ich persönlich mach's halt so bei einem Vibe, dass ich den ersten Tag schreibe ich halt ab. Wenn's klappt, klappt's, wenn nicht, ist halt Pech. Das hilft mir so mental. Oder Hilda mit 100 Biddies und Zaflex mit 400 Biddies, Alter, die Biddies rollen. Leute, vielen Dank für den Support, Dankeschön. Easy, wir gehen jetzt mal hier links gucken. Ich meine, das hat ein Nee, das ist das Auto, wo man zahlen muss. Aber nehme ich mit Handkuss, weil dann mach ich schon mal ein bisschen Scav-Karma. Das hätte ich nicht machen sollen. Man hat hier wenigstens ein bisschen Deckung, finde ich auch gut. Ich finde, die Map ist eine 10 von 10 bisher. Du hast Loot, das ist eine geile Atmosphäre. Einfach, I don't know, ich mag's. Du hast halt viel Deckung und alles. Es ist einfach schön. Der Painkiller-Effekt ist geil. Hey, Flake. Ich finde die Map echt nice. 10 von 10. Hans approved. Ups, ich habe den Wipe-Befehl noch drin. The days before, ja, fast so gut. Painkiller hast du keinen Effekt mehr, ja. Apof ist keine Ahnung, sorry. Gewesen ist nicht. Wieso fragen alle nach Jazz, Leute? Abi, danke für Prime, dankeschön. Ich weiß nicht, ob die Quests Pflicht sind. Nichts mit unscharf, nur gar nicht. Ist keine Unschärfe mehr, nichts mehr. Außer wenn der Painkiller abläuft, dann hast du kurz so einen Effekt. Ich hätte halt sau gerne das andere repariert da. Wir nehmen mal einen Rucksack mit. So, Mall haben wir erledigt. Ah, nee, das mussten wir auch machen. Hihi. Aus Versehen erledigt. Geil. Gunsmith, Introduction, Jäger-Dings suchen. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn du die Missions nicht machst im Startgebiet. Keine Ahnung. Oh, das will ich nicht, das Survival Kit. Nö, das behalte ich. Das ist echt cool.
Ja, das ist eben eine gute Frage. Was passiert, wenn du Level 20 bist? Das ist eine gute Frage, Bandit. Müsste mal testen. Also das Rüstungssystem mal zeigen. Du hast halt dicke Platten, die du austauschen kannst. Und weiche Platten. Wenn die durch sind, ist die Rüstung am Arsch. Aber die dicken kannst du immer wechseln. Und das sind jetzt Viererplatten. Wäre cool, wenn wir welche finden würden in Raid. Das wäre echt geil. Das wäre cool, wenn wir Platten finden würden in Raid. Könnte man das nämlich direkt testen. Aber was mir ein bisschen Sorge macht, diese Platten sind groß. Also wenn du die dann auch noch im Stash hast. Ich hoffe, es gibt einen Container dafür. Hey, Groovity, danke für 4 Monate. Ey, vielen Dank. Danke, danke. Platte ist 5 Kilo. Ja, ist schwer. Und in Gamma weiß ich nicht. Ja, geht in Gamma rein. Also wenn du eine 6er Platte findest, könntest du die theoretisch so rausnehmen. Na dann, Ground Zero. Danach gucken wir noch Shoreline an und das BTR. Wobei, warte, ich muss gucken von der Zeit. Doch, ich denke, einen Raid hier können wir noch machen. Ich habe den Launch einfach immer wieder neu gestartet. Also Neustart, so 2 Minuten warten, Neustarten, 2 Minuten warten, Neustarten, 2 Minuten warten. Das habe ich eine ganze Stunde lang gemacht. Ne, du brauchst den Launcher. Spiel Yusek. I gain. Ja, das Problem mit Bär ist halt Lighthouse, aber nicht geil. Leider. Bär ist halt Lighthouse, aber nicht geil. Zero, danke für 14 Monate, mein Lieber. Dankeschön, ey. Danke, danke. Ich weiß. Darf ich fragen, warum? Ja, eben, weil du als Bär auf Lighthouse einfach keinen Spaß hast. Ich habe dazu ein Video sonst auf YouTube. Bär vs. Yusek. Naja, als Bär ist Lighthouse schon nicht so geil. Als Yusek ist es so easy, aber als Bär ist es ein Pain. Ich glaube, ich muss gleich einen Befehl kurz reinmachen oder so wegen dem Launcher. Es ist halt Wipe. Es ist halt immer so. Ich meine, du musst überlegen, es ist schon besser geworden. So die ersten, also die letzten paar Wipes, die ich so miterlebt habe, die waren dann wirklich different. Und die Minen. Was sei denn die Minen rein? Also das ist wirklich, ich hatte Wipes, da waren die Server 2-3 Tage down. Dann hatten wir einen Wipe, da hattest du eine Queue. Dann musstest du 2 Stunden warten, bis du ins Game kamst. Dann ist es abgestürzt, nochmal 2 Stunden warten. Also es lief schon mal deutlich beschissener. So gesehen ist es besser geworden. Ja, immer noch nicht ideal, aber besser. Spawnen die denn neben mir? I'm sorry, Jungs. I'm sorry. Hat sich jetzt nicht so gut angefühlt, der Kill, muss ich sagen. Ja, wo habe ich jetzt wieder Mac gedroppt, ne? Na da.
War Arena 1 spielbar während dem Update? Weil du den Launcher aufgekriegt hast, glaube ich, ja. War doch super. Mann, das sind wahrscheinlich neu im Game, Alter. Der rennt von seinem Spawn 10 Meter weg und dann voll in einen rein. Das ist... Ich glaube nicht, dass er das gerade feiert. Boah, aber eine AK ist halt geil. Das heißt Timmys. Ich bin auch ein Timmy-Moe. Alle sind Timmys. Aber Leute, ich möchte was testen. Was denkt ihr, wie stark ist der Recoil von einer AK? Lass es mal testen, okay? Die ist vollautomatisch. Ich aim jetzt auf das Ding und lass die fliegen. Aber warte, ich muss meinen Arm noch flicken. Ich flick meinen Arm und dann lasse ich die fliegen. Stehend. Man kann sagen, aktuell ist jeder ein Timmy. Ich bin auch ein Timmy. Also darf ich Timmys. Ich will wahrscheinlich lasern, ja. Ja, Leute, die Launches sind einfach überlastet aktuell. Probieren wahrscheinlich gerade irgendwie so ein paar hunderttausend Leute zu connecten. Die sind schlichtweg überfordert. Nö, Bootsmann, noch nicht. Noch nicht. Im gleichen Jahrgang wie du. Woher weiß man, wo die Ausgänge sind? Gar nicht. Also ich habe eine kleine Map von... die von Tarkov selber kam und ich versuche damit zu arbeiten, aber es klappt aktuell nicht so gut. Ein bisschen kläglich. Also, ich versuche damit, aber ich schlag mich nicht so gut. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich gerade drin bin. Also, AK Recoil voll durchsprayen. Okay, das ist... Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist Rainbow Six, Klettern und irgendwann stoppen. Mit dem Stopp müsste nicht sein für mich, aber ich find's okay. Aber einfach gleichmäßig klettern. Das heißt, als guter Spieler kannst du mit der Maus jetzt richtig fette Recoil-Builds spielen. Das spielt keine Rolle. Weil du es mit der Maus kontrollieren kannst... Kannst du damit umgehen? Oh, geil. Das ist ein schöner Ausguck. Das hier ist das Empire. Also kurz ein Brain-Moment. Empire. Also sind wir im Fusion, oder? Oder im Capital. Was schießt er? Ich check nicht ganz, wo wir sind. Das ist eine... Wir haben eine Biegung. Ich denke, wir sind hier drin. Wir sind in der 1. Ich denke, wir sind in der 1. Hier war der K-Exit. Weiß ich, welcher Exit da drüben ist. Ich ziehe kurz eine Grafikkarte raus, dann gehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob der Recoil random ist, aber jetzt, selbst wenn er random ist, das ist eine 84 Recoil AK.
Und die kannst du auf null Recoil kontrollieren mit der Maus. Also das wird ein geiler Wipe. Ich denke auch, ja. Also jetzt, die Meta ist gerade deutlich größer geworden. Du kannst fast jede Waffe metamäßig spielen. Oh, seht ihr, was ich sehe? Das ist ein Granatwerfer. Hallo. Möchte jemand? Hallo? Hallo? Das ist jetzt enttäuschend. Das dürfte unser erster PMC-Kill mit einem Grenade-Launcher sein. Oh no. Oh. Ja. Warte, das muss ich mir kurz. Damn, hab ich Mühe mit dem Recoil gerade. Das wird lange dauern, bis ich mich dran gewöhne. Ich hab's in Muscle Memory gerade komplett falsch drin. Ruka! Der hat einen Impact Nate. Was geht denn bei dem Mann? Oh geil, das ist wichtig für Hideout. Ich dachte, ich habe was gehört. Gut. Der Granaten-Assi? Das war doch nicht Assi. Taktisch. Das Dresden 45. Torts für die Quest. Müsste man eigentlich. Wobei, ich hab's nicht eilig mit den Missions, also. Würde denn gerne looten gehen da unten. Da könnte ich Platz machen mit Dingen, die nicht so wichtig sind. Ja, ja, theoretisch ja. Geh mal gucken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist was drin. Anscheinend wieder so Ghost Steps.
komme einfach so durch deine Tor. Damn, wie das aussieht. Wollten aber getestet. Ja, ist richtig gut. Gucken, ob ich nochmal so ein Geländer finde, dann kann ich es zeigen. Die arme Sau. Alter, hat der schon eine geile M4. Ich hoffe, er hat Muni dafür. Damn, der Mann hatte was vor. Salevas? Schon hart seltsame. Kann man zwei Salevas Early Wipe finden? Musst du ihn fragen, ja. Der Mann sollte streamen. Also, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo ich bin, weil ich absolut keine Ahnung habe. Oh, ein Teddybär. So. Also, wir waren hier. Da bin ich hier drunter gelatscht. Hier ist scheinbar ein Exit. Wahrscheinlich der Elevator, oder? Hieß der Laden nicht Fusion? Mira Prospect. Emmacom Checkpoint. Üff. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir sind, Freunde. Aber hier steht Mira Prospect. Das müsste das sein. Ich muss irgendwie da hinten kommen. Mira Prospect. Irgendwo da lang. Aber hier kann man nicht lang. Aber hier ist Woltenfeuer. Ich guck. Eat. Auf der Map sind 10 bis 12 Leute. Also hier komme ich... Ich komme hier nicht nach hinten. Das ist gesperrt. Komme ich nicht hin. Ich denke nicht, dass ich hier drüber wollten darf, oder? Nö. Ha. Rechts hinter dir beim Rauch. Ich will kein Rauch. Das hier? Ich weiß, wo der ist. Hey, Money. Oh, Stärke Level 1, Freunde. Bitter nötig, ey. Ich kann nicht rennen. Hinten links, nee, rechts, nee, oben, ach Tom. Soll ich mal Nikita anrufen? Und dann? Hey Nikita, hör mal, ne, das sind ein paar Homies von mir, die können nicht zocken, also so geht das nicht. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ne, das kannst du einfach nicht machen, ne. Setz dich jetzt mal ran, mein Guter, dann fixst du das, ne? Ne, perfekt.
Wie komme ich? Ich glaube, hier kommst du nicht lang. Ich glaube, ich muss hier runter und dann hier zurücklaufen. Ich glaube, ich muss einmal drumherum. Warteschlangen hatten die mal eine Wipe und glaub mir, das willst du nicht. Jana, wir haben Discord für Leute, die Leute suchen. Mittlerweile 4000 Leute. Einer der größten Discords im deutschsprachigen Raum. Da findest du Leute zum Zocken. Garantiert. Ich bin halt schon super heavy, ne? Ich bin extrem langsam unterwegs gerade. Bin ich nicht eins zu weit? Nee, oder? Bin ich noch im Fusion? Wir gehen die Straße runter, das war schon richtig. Oh, hier waren wir doch am Anfang. Hey. Ja, hier waren wir am Anfang. Ich erinnere mich. Erinnerbären. Ja, aber Moment. Ihr habt alle gesagt, das sind Minen. Also kann ich da nicht lang gehen. Ah, ich check nicht, wo wir raus müssen. Keine Schaufel. Ja, die Launcher sind komplett überlastet, Leute. Da geht, ihr müsst einfach immer wieder probieren. Wenn ihr dann Glück habt, kommt ihr rein. Es war bei mir nicht anders. Ich hab eine Stunde lang geprobiert. Einfach zu viele Leute, die gleichzeitig das Game starten wollen und da knickt der Launcher halt ein. Meiner zur Recoil? Crazy. Also ist kein mehr. Aber ihr habt gesagt, das sind Minen. Da will ich da nicht hingehen. Mann, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mira Prospect. Scheiße, Mann, wie komme ich da hin? Emma, komm ganz links oben. Boah, da müssen wir da hinlatschen. Aber das hier finde ich nicht. An der Glastür beim Gebäude ist der Eingang. Ja. Mit Terror Group. Aber da war ich doch. Ich war da oben. Aha, du meinst den da oben. Na gut. Kannst du ein Video machen, wo die Exits sind? Na, das lohnt sich nicht. Glaub mir, in einer halben Stunde sind die ersten Videos oben von Leuten, die die Exits gefunden haben. Mamma mia, ey. Okay, dann geh ich halt hier lang. Damn. Merk schon, ich bin nicht willkommen. Also die Map ist nicht so klein, wie man denkt, ne? Was ist die von der Größe? Customs? Ey, Moa, die Map, ich feiere sehr hart. Also ich mag die Map extrem. Ich finde sie schön designt. Sie läuft flüssig. Es hat genug Loot. Du hast genug Deckung auf den Straßen, was Streets fehlt. Ganz geil. Vor allem halt die Atmosphäre. Ich finde vor allem die Atmosphäre einfach bombastisch. So richtig kaputte City und so. Das hat was. Das sind wieder die alten Loot-Zeiten. Oh mein. Ich würde gerne Rüstungsplatte finden.
du kannst über Autos rutschen. Eine Map gibt's nicht, ne? Also außer die auf dem Weg geht, ist von BSG selber. Also die ist halt... die ist halt ein bisschen bedürftig. Aber guck mal, ich kann Wolken zeigen. Ne, kann ich nicht. Warum geht's nicht? Okay. Ich kann Wolken zeigen. Nope. Ja, auch nicht. Ah, es hat immer... Oh, jetzt. Okay, es ist noch ein bisschen buggy, aber... wenn es klappt, ist geil. Wann ist die Webseite wieder on? Keine Ahnung. Sobald die Last halt nicht mehr so hoch ist. Also, das hier ist Emmacom, sagt ihr, ne? Stop. Ja, super. Ist das hier ein Sniper-Scaff? Das ist der Koop-Exit? Oh, fuck me. Ich bin so gefickt. Hinter dir beim Zelt. Ja, die Frage ist halt, sind es Minen oder Claymores? Eine Mine? Ist okay, da kannst du zweimal reintreten. Eine Claymore ist insta-tot. Die Lottozahlen sind 13 und 69. Bin eben neben der Mine gespawnt. Ich dachte es, ich habe vorhin auch. Die Runde geht los, ich höre die ersten Minen und dachte mir halt auch, das kann ja nicht sein. Aber jetzt halt echt der Exit. Ob ich den noch looten kann? Hat eh nix. Damn, das war ein geiler Raid, Alter, mit dem scheiß Grenade-Launcher. da muss ich einen Screenshot haben. Was der sich wohl gefragt hat, ne? Er wird sich auch gefragt haben, was zur Hölle passiert hier? Minen für die Beginner-Map. Ja, das ist auch ein bisschen, weiß ich warum. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gewesen, so ohne Map und nichts, den Leuten so eine Mine vor die Nase zu knallen, aber... naja. BSG arbeitet in mysteriösen Wegen. So, jetzt können wir die M4 modden. Das nehme ich weg, dann das drauf. Dann nehmen wir nämlich ein gutes Scope. Dann wollen wir mal Shoreline über die Shoreline-Überarbeitung anschauen, was meine Leute. Wäre doch was, oder? Ich brauche ja alles an Wasser. Metabolism auf Nicht-Elite ist ja Hardcore wieder mal, ne? Energy, unbedingt. Ich gebe der Map jetzt einen Versuch, okay? Shoreline hat wieder eine Chance jetzt. Aber es klang halt, als hätten sie es wirklich reworked, also... weiß ich, was das genau bedeutet, aber... schauen wir mal, was wir aus Shoreline gemacht haben. Wobei, ich gehe zuerst das Scaff rauf, dann ist nicht so schlimm. So,
Sagst du so Sound? Sound kann ich nicht beurteilen. Bisher war er gut, aber boah, das braucht länger, bis ich da was sagen kann. Ey, alle Paletti, alle Paletti, Nagi. Fast alle. Außer Streamer mal wieder. Oder es könnte aber sein, dass die Leute, die nicht reinkommen, vermehrt in Streams reinschauen. Und die Leute, die zocken können, nicht in Streams sind. Ich weiß nicht, woher diese Notion kommt, dass irgendwie Streamer plötzlich spezielle Rechte kriegen. Schon bei Arena wurde ich so gehatet, als ich reinkam, so. Mein Account ist nicht mal eingetragen als Streamer-Account. Ich hatte einfach Glück. Auch jetzt, Leute. Ich saß hier eine Stunde mit euch im Launcher und hab M5 gedrückt. Ich hab keine Privilegien. Dass jemand wie Landmark oder so vielleicht Sonderrechte kriegt, würde ich doch verstehen, weil er ist halt wie ein Flagship, als was Werbung angeht für BSG, aber sonst? Ja, sonst wären meine Lobbys ja leer und ich habe immer voller Lobbys. So, schauen wir mal, was Shoreline kann. Shoreline Rework. Oh. Oh, oh. Oh, das gefällt mir schon 1000-mal besser. Holy moly, ich sehe nur diesen Hügel da und das gefällt mir aber schon 1000-mal besser. Das ist viel besser. Jetzt kommst du an mehreren Orten da drauf. Jetzt muss man da nicht vorne oder hinten raufrennen. Gefällt mir schon mal gut. Das wurde auch alles überarbeitet. Da hast du jetzt einen Fluss hinten. Hast du jetzt einen Fluss? Und irgendwo soll es noch einen neuen Point of Interest geben. Ein neues Dorf oder irgendwas, wurde gesagt. Du guck mal auf meinem Discord, wenn du der Meinung bist, dass nur Streamer zocken können. Bin mir sicher, mein Discord ist gerade voll mit Leuten, die zocken. Also ich glaube nicht, dass nur Streamer spielen, sonst hätte ich nur Streamer in meiner Lobby. Ich kann euch versichern, BSG und ich oder allgemein Streamer haben keinen speziellen Vertrag oder irgendwas. Sagen alle Leute mit Vertrag. Ja, ja. Guck mal, ein bisschen Wasser, auch schön. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Ist es halt, ich weiß nicht. Ey, lass aber mal ein bisschen erkunden, oder Leute? Du hast gerade mehr Zuschauer als Toast. Ich weiß leider nicht, ist... Ich weiß leider nicht, wer Toast ist, aber... Klingt gut! Neuer Exit? Weiß ich nicht. Was habe ich denn für Exits? East Wing, Old Bunker. Ja, Old Bunker ist neu, oder? Ruined Road. Puh. Attack of Papa von Pestilia. Ey, die haben die Map echt komplett überarbeitet. Holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich nehme an, das Resort haben sie so gelassen, wie es war. Sieht auch cooler aus jetzt, weil wirklich wie ein Flussbett. Mischkicks. Was war die? Ich habe die Frage nicht mal gesehen. FPS. 90, auch besser.
Der neue Bereich an den Docks. Ich weiß nicht, ob der offen ist, aber ich glaube irgendwie nein. Wir können gucken gehen. Oh! Das sieht schnieke aus. Wir gucken noch, ob unten was neu ist und dann laufen wir zu den Docks. Immer mit AMD hier. Leider nicht. Ey, die Hidden Stashes sind 100% anders. Sie haben geschrieben 30 neue Stashes, glaube ich. Ey, random, danke für 18 Monate. Ey, danke für 1,5 Jahre, mein Lieber. Ja, ich dachte eben auch, es kommt den Wild mit dieser neuen KI, aber... Ich war dann überrascht, nichts davon zu lesen in den Patch Notes. Also das ist noch relativ identisch. Ich glaube, die haben vor allem das dazwischen angefasst, diese Bereiche hier. Die leeren Flächen. Necron. Danke fürs Verlängern, mein Lieber. Dankeschön. Ja, wenn die nicht da sind, müsst ihr unbedingt USEC nehmen. Wie ist der Left Hand Peak? Ich habe leider keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man den macht. Was mache ich da? Aha, das ist... Ich dachte, ich haue. Das ist der Blind Fire. Ah, oh, my bad. Ich dachte, das ist Blind Fire. Das ist Hauen. Maus 4. Maus 4 ist bei mir Atem anhalten. Oh. Ah, das ist bei mir Maus 5. I'm a little scaff on two. Dumm. Das ist ja geil. Was ist denn, wenn man aimt damit? Ja, dann darfst du aber nicht aimen, ne? Du darfst nicht aimen. Das, bei aimen bringt es dir nichts. Oder? Wo? Es ist ja kein Unterschied, ob ich... Ja, wobei... Da müssen wir jetzt gucken mit einem anderen Mate, ob wir mit dem Kopf weiter rausschauen oder nicht. Ah, nicht gedrückt halten, du wechselst. Du wechselst die Modi. Es sind nicht alle in-game, Nuke. Also ich hab einfach eine Stunde lang den Launcher geöffnet, vielleicht eine Minute oder so gewartet, dann geguckt, ob Update kommt, dann Launcher wieder geschlossen, wieder geöffnet. Was anderes bleibt nicht. Server sind halt einfach überlastet. Whoop. Warum unbedingt USEC? Weil du keinerlei Vorteile hast als Bär. Du hast nur Nachteile auf Lighthouse mit den Rogues. Hast einen Scav. Aber der hat einen Pilgrim. Wie wichtig ist mir mein Scav-Karma, Leute? Kann man ins Wasser? Wir haben Exit. Das ist eine gute Frage. Nee. Hier wirst du komplett blockiert. Nicht wichtig, das ist super wichtig. Ich habe zwischen EFT und EFT Arena gewechselt. Das ist auch eine schlaue Idee, wenn der Launcher... Bei mir ging der Launcher halt nicht mal auf. Aber wenn er aufgeht, ist das wahrscheinlich die beste Idee. Aber warte mal, das ist neuer Stuff hier. Aber ich sehe keine Guards. Kann einer Russisch hier? Attention, you are near the sniper fire zone. Movement further without a signal is prohibited. Sniper will shoot at whatever. Hans am ersten Tag wipe, wie wichtig ist das Skip-Karma? Ey!
Ja, aber das heißt, das Update ist, also die Erweiterung ist nicht da, ne? Dieses neue Gebiet mit der Rogue-ähnlichen KI ist nicht da. Ja, aber der neue Bereich müsste irgendwie offen sein, aber das Tor ist geschlossen. Ich sehe da nichts. Das sieht für mich geschlossen. Nee, das ist geschlossen. Kommst du nicht rein? Ey, boom. Der neue Bereich ist nur eine Schweinefarm irgendwo auf der Map. Schade. Hatte gehofft, das kommt. Aber es hat jetzt einen Fluss hier durch. Ja, da drüben ist ein Fluss. Und da der andere Exit. Okay, also die haben Map ein bisschen angefasst. Ich denke, da werden wir die Tage dann die genauen Unterschiede feststellen. Schießt der Sniper auch auf mich, wenn ich von hier da rangehe? Hast du eigentlich einen Ost-Background? Nö. Das kann ich schon, das kann ich das lesen. Ey, Ivan. Ob der Sniper hier auf mich schießt? Hallo? Ich glaube, das Gebiet gibt es noch nicht. Na, ja, hier kannst du nicht lang. Na. Hallo? Hallo? Als Minecraft-Style, ich baue das Tor ab. Ja, okay, das geht nicht. Ey, Flag, viel Erfolg. Ja, deswegen war ich überrascht, weil da nichts in den Patch Notes stand. Was denn jetzt mit dem Sniper? Da stand, dass ein Sniper auf mich schießen würde. Ja, gar niemand auf mich geschossen. Enttäuschend. Hallo? Ja, gut. Das ist neue Shoreline. Doch, ich bin heute Abend halt weg und dann bis zum Freitag. Ich wusste halt nicht, dass die so früh fertig sind. Ich habe damit gerechnet, dass die Installation vom Patch länger gehe. Aber dann war sie doch schnell fertig und ja. So, dann würde ich sagen, als nächstes schauen wir das BTR auf Streets an. Was genau ist neu in Shoreline? Ja, ein bisschen Gräser, Hügel und so umplatziert. Es sieht schöner aus, aber ich glaube, Größeres ist nichts. Ah, Sniper auf den Mauern, okay. Wolten ist drin, Rüstung ist drin, yep. Neue Map habe ich, Performance 100 FPS, 120, was gut ist. Was brauchen wir für Streets? Money? Ich weiß, ey Leute, wir nehmen viel Money mit. Ich will diesen Service testen vom BTR, wo man Geld nach Hause, also Items nach Hause schicken kann. Wir nehmen 100.000 Rubel mit. Ich will das testen. Ich will dieses BTR testen. Ja, neuen Bauerhof habe ich gehört. Ja, so Schweinefarm irgendwas, aber... Ich hätte halt gehofft, dass die neue Fraktion reinkommt. Nö, der Gamma wird nie rauskommen. Die EOD wird nicht mehr kaufbar sein, aber alle, die EOD haben, dürfen die behalten. Die Qualität vom Stream sollte gut sein. Für Twitch.
Was sagst du der Neuerung? Ey, die neue Map finde ich 10 von 10. Ich finde die Atmosphäre geil. Ich finde die Größe geil. Es hat viel Loot, es hat Scavs. Ich finde es allgemein echt gut gelungen. Ich werde sie vermissen, wenn ich Level 20 bin, sage ich dir. Twitch sagt mir 936p. Ja, das ist halt normal, weil das halt Twitch ist. Sonst musst du den Stream auf YouTube schauen. Da gibt's besseren Quali. Weil der Encoder von Twitch ist halt nicht ganz so geil. Ich weiß nicht, da kommt, glaube ich, ein neuer oder AV1 oder so, aber... Weil, was hat YouTube nochmal? YouTube hat einen anderen Encoder. Ich weiß nicht mal, wie der hieß. Wie hieß der doch? Ah, ich weiß nicht mehr. Aber wenn du den Encoder hast, ist halt viel schöner. Ja, ich weiß auch nicht, was Twitch aktuell so bastelt. Ich finde halt, ja genau, die Chat-Interaktion auf Twitch ist besser. Die Quali ist auf YouTube besser. Das heißt, da musst du abwägen, was dir lieber ist. Muss man zwingend auf... Nee, ich glaube nicht. Ja, wobei, ich musste die eine machen, damit die anderen Missions kamen. Maybe. Ich glaube, ja. Wahrscheinlich, ja. Babam, babam. Ja, ich musste... Also, die eine musste ich machen. Mit dem Auto extracten in Ground Zero. Und dann haben sich die anderen Missionen freigeschalten. Exits finden schwierig. Ihr könnt hier gucken, das ist im Wiki ist eine sehr, sehr rudimentäre Map. Ich benutze die aktuell. Sie ist nicht super gut, aber ja. Man findet immerhin so ein bisschen Exit. Der links unten hier ist der Emma-Com-Exit. Das hier ist der Coop-Exit. Das ist der Auto-Bezahl-Exit. Den habe ich nicht gefunden und das da müsste der Police-Exit sein. Oder Elevator. Bin mir nicht sicher. So, ganz kurz Timestamp machen. Damit man das schön gucken kann im Nachhinein. So, Performance, Streets, 50, also immer noch kacke. Also immer noch gleich wie vorher. Jetzt, das BTR macht mehrere Stops, haben wir gelesen. Wir haben gelesen, Crane, Cinema, Town Hall. Weißt du was, wir müssen eigentlich Crane hochlaufen, weil da hat er zwei Stops. Da ist die Chance höher, dass wir das BTR erwischen. Dann schauen wir mal, ob ich dem irgendwie Items abgeben kann und was mich das kosten würde. Das wäre halt super geil. Dann kannst du Streets Raid halt legit einfach voll spielen. Ich meine, wie lange geht ein Raid? 50 Minuten. Und wenn du Items abgeben kannst, könntest du halt wirklich 50 Minuten durchspielen. Das wäre halt schon geil. Weil oftmals hast du halt, ne, volles Inventar und denkst dir, na, das Risiko ist zu hoch, ich gehe raus. Aber wenn du die Sachen rausschicken kannst, die Items, dann kannst du die Raids einfach durchziehen. Das ist schon geil. Hat die Frage eben, wie teuer ist es? Was kannst du dem mitgeben? Das wissen wir alles nicht. Uiui, die FPS, ey. Oh. Ja, ich denke, die Questreihe könnte so sein, dass wenn du Level 20 erreichst, wird die nächste freigeschalten und die aktuelle ist failed in Ground Zero. Es kann nicht sein, dass du da im Match, dann musst du deinen Account irgendwie löschen. Bis Level 20 hast Ground Zero nicht gemacht, die Missions. Okay, Account löschen. Stell dir vor. Niemals. Oh, kein Loot. BCP ist gut. Good stuff, good stuff.
Er sagt niemals. Ja, okay. Okay, okay, Leute. Fair enough. Fair enough. Ich hoffe, BSG hat dran gedacht. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Oh. Ey, der Recoil ist echt gewöhnungsbedürftig. Ey, ich werd noch lange brauchen, bis ihr hier gutes Gameplay seht, ja. Ey, Solovic. Hallo Paletti. Warte, warte, hier können wir Wolken probieren. Ich renne? Es funktioniert nicht immer. Nein? Ja. Ja. Naja. Es ist lustig, als ich das erste Mal gemacht habe, hat es immer funktioniert. Jetzt geht es einfach nicht mehr. Aber eigentlich könnte man wollten. Es will nur gerade nicht. Nee, Wolken musst du Space gedrückt halten. Aber bei mir geht's gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache, oder? Na, guck mal, er bricht ab. Also er probiert zu Wolken, aber es klappt nicht. Aber warum? Ich weiß es nicht, Leute. SJ6 schon, nice. Frage mich, wie viele Leute das BTR suchen gehen. Ich denke einige. Eine Milch. Flint, danke 7 Monate, ey, danke schön. Ja, siehst du, Sascha? Muss ich nur beschweren. Kann es sein, dass durch den neuen Recoil weniger Head Ice geben kann? Nee, viel mehr. Du hast ja keinen Rückstoß mehr. Ist viel einfacher, einen Kopf zu treffen jetzt. Die hier Platten? Nee. Zu überladen. Meinst du echt, man kann... Aber das... Ah, ich weiß nicht. Nicht mal wollten, wenn man überladen ist. Arbeitest du nebenher? Ja, ja, ich arbeite. Ich gucke halt, wie viel so im Stream läuft und der Rest wird gearbeitet. Ist halt ein bisschen variabel, aber... Man gewöhnt sich dran. Also das BTR macht einen Stopp beim Crane. Also gehen wir jetzt zum Crane. Ich will dieses BTR sehen. Oh. Warum ist Streets gefühlt leer? Like, niemand hat einen Silencer. Ich müsste jeden Schuss hören, aber ich höre keine Schüsse. Ich alleine? I'm lonely. I have nobody. Findest du Wipe gut bisher? Ich find's bisher echt nice. Eben das Wolken check ich immer noch nicht und ich bin zu blöd dafür. Er macht's nicht. Also was, wir probieren es Mono-Rucksack. Nö.
Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie, wenn mein Charakter einfach nicht wollten. Oder habe ich es falsch verstanden? Es ist doch Space. Space. Jump. Und dann müsste irgendwo nochmal Space sein mit Vaulting. Continuous, ja. Nö, ich mach das schon richtig. Das geht aber nicht. Alter, Jules! Ein 10 an die Dönerkasse. Ey, mein Lieber, vielen Dank, Jules. Heißt, bei dir läuft auch noch nicht der Launcher, ne? Na, ich hoffe, das kommt bald. Sind einfach ein bisschen überlastet. Oh, guck mal, das ist... Ja, ja, das ist neu. Das ist neu, das ist offen jetzt. Hier kommt safe das BTA. Aber wie rufen wir das jetzt? Wie rufen wir das BTA? What? Habt ihr das gesehen? Wuhu. What the fuck? Ja, was mache ich jetzt? Muss ich warten, bis das BTA hier durchfährt? Oder muss ich das rufen? Was muss man machen? Ja, das Problem ist, Necron, was Tarkov ein bisschen hat. Sobald irgendwas Neues kommt, Data meinen Leute die Scheiße draus. Die Leute gucken sich halt die Files an und ziehen daraus alle Änderungen. Das will BSG halt nicht und deswegen laden sie die Updates erst hoch, wenn man es wirklich zocken kann. Ist auch suboptimal, aber ja. Warte, haben wir jetzt da Platten da drinne? Jetzt Platten in dem Ding? Oh, das sind nur Softplatten. Das heißt, diese... Das heißt, das wird nicht so gut, die Rüstung. Die hat keine Platten. Neues an der SKS. Recall wurde komplett überarbeitet. Hat praktisch keinen mehr. Allgemein haben die Waffen keinen Recall mehr. Ey, was? Leute, komm schon. Zusammen. Wir müssen jetzt zusammen denken. Ein bisschen Grips. Was muss ich tun, um das BTR zu holen? Wie kriege ich das BTR zu mir? Oder muss ich einfach warten und es macht hier eine Runde? Leuchtsignal? Das wäre möglich. Scheiße. Ich habe keiner dabei. Fuck, das wäre halt echt möglich. Vielleicht. Ich hatte gehofft, dass das einfach so durch die Map fährt und rotiert die ganze Zeit. Ja, wie komme ich jetzt an eine Flare ran? Naja, es hat mehrere Stops, also... Das müssen wir nochmal in die Patch Notes. Vielleicht habe ich was übersehen. Ja, eben, es soll Stops haben, das habe ich gelesen, aber... Scheiße, wo sind die... Tarkov Patch Notes 14, ey. Oh, fuck me. Oh, ja, so wird schwer. Ja, scheiße. Weiß jemand schon, wo der ASG Grenade Launcher ist? Yes, der ist bei Fusion. Nee, bei Capital Insight. Ganz oben. Hier. Wir haben sogar jemanden gekillt damit. Kann jemand den Clip posten? Wir haben PMC-Kill gemacht damit.
ich meinte halt auch, dieses Ding rotiert. Ich dachte, das BTR fährt einfach rum hier. Ich kenne den Trailer mit dem BTA, aber da wird ja nicht gezeigt, wie man den ruft. Den Trailer kenne ich, aber... Außer ich hätte nicht gut geschaut, aber ich meinte, warte mal, Tarkov Trailer 14.0. Habe ich hier irgendwas übersehen, was das BTA angeht? Das ist die neue Map, Ground Zero. Sturmgewehr, da ist das BTA. So, hier düst das einfach so durch die Gegend. Habe ich etwas übersehen? Ich dachte, die haben mehr gezeigt, wie man einsteigt und so. Hier fährt das nur rum. Es könnte auch sein, dass es random an einem Ort ist. Oh. Warte, der hat eine Flare gezückt. Der eine im Trailer hat eine Flare gezückt. Was macht er jetzt mit der? Oh, er zeigt's nicht. Wie kriegen wir dieses BTR? Im Trailer hat man noch gesehen, wie jemand einsteigt in dieses BTR. Oder? Schwören können, da war eine Szene. Ja, mit dem hier. Mit dem hier haben wir einen gekillt. Das war richtig geil. Im Elektrohaus vor Concordia. Jetzt kommt das BTR. Ah, guck mal, hier steigt er ein. Ja, das ist vorm Crane. Das ist da, wo ich gerade bin, aber... Szene ist fast am Ende. Muss jetzt 10er per PayPal an Nikita. Ja, ja. Yeah, yeah. Schwierig, ich weiß nicht, wie wir dieses BTR rufen. Ich würde den Service halt echt gerne testen. Warte mal, ein bisschen schneller durchlaufen lassen. Brrr. Wenn es in Intervallen kommen würde, müsste doch längst hier sein. Okay. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Nichts BTR. Nein. Labs. Reserve, Walton Streets, neue Map. Oh! Welche Flare schießt du da? Aha, aber das ist die grüne für ein Extract. Das ist auf der neuen Map, das ist die grüne für ein Extract. Scheiße, weiß jemand, kennt jemand auswendig alle Exits, die das BTR hat? Wenn, dann suchen wir das. Dann lasse ich aber ein bisschen Loot hier, weil ich kann nicht alles tragen, das ist zu weit. Und dann machen wir es einfach so, dann gehen wir das halt suchen. Aber hat jemand gerade so irgendwie alle Boxen stoppt, die er macht? Einen haben wir gefunden, einer ist hier bei Crane. Oh! Oh, der, ah! Warum? Ich dachte, der ist nett.
Hä, ich dachte, das ist ein Taxi, ey. Warum schießt ein Taxi auf mich? Ein Stern auf Uber, ey. Schlechter Service. Ja, da war wahrscheinlich einer drin, ja. Oh Mann, ey. Aber das BTR ist da, man musste es nicht rufen. Okay. Probieren wir nochmal. Scheiße, Mann. Aber das heißt, der drin war, hat sich den großen Service gekauft. Das heißt, der drin war, hat sich den Super Service mit Protection gekauft. Ey, da war einer drin, ja. Da muss ein Spieler drin gewesen sein, der sich... Du kannst 3 Services bestellen. Du kannst reiten bestellen. Also mitreiten. Du kannst... Items in Stash schicken. Und du kannst Protection kaufen. Dann fährt er dich rum und er schießt alles, was zu nah an dich rankommt. Und ich denke, das ist gerade passiert. Ich denke, jemand war da drinnen. Und ich bin zu nah ran. Ich hätte warten müssen, bis der aussteigt und weggeht. Dann hätte es mich wahrscheinlich in Ruhe gelassen. Schade. Hansa BTR gefunden. Den kannst du nicht bekämpfen. Keine Chance. Das ist ein BTR. Das ist ein Infanterietank. Tank. Da machst du nichts gegen. Ja, das ist das Ding. Von außen weißt du nicht, ob der friendly ist. Oder vielleicht weiß man's. Ich hab's einfach nicht gesehen. Es muss einen Hinweis geben. Es muss irgendeinen Hinweis geben. Ob der gerade friendly ist oder nicht. Ey, wir machen das jetzt, bis wir es schaffen. Ich will dieses BTR einmal reiten. EOD ist bis zum 31. Keine Sorge, die kriegst du frühzeitig. Inspector Pikachu, ja Mann. Der Film war richtig gut. Oh, sehr mysteriös. Na, schau mal kurz was zu trinken. Nee, Robin, dann können alle benutzen das BTR. Aber ihr könntet recht haben, dass das BTR an einem Ort parkt und erst zum anderen fährt, wenn es benutzt wird. Ja, Legolas, jetzt, wo die Leute noch nicht wissen, wie es funktioniert, wahrscheinlich, aber ich weiß ja nicht, was es kostet. Wenn der Service entsprechend teuer ist, er muss ja teuer sein, Alter. Bam, 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 bam.
Das ist der falsche Wipe-Befehl. In den Presets weiß ich nicht, Lups. Ich habe noch keine, Workbench und nichts. Ich bin nirgends. Das werden wir alles merken. Ich wollte heute mal so ein bisschen die großen Themen anschauen. Wir sind schon Level 5, damn. Ich wollte so die großen Themen anschauen. Also neue Shoreline Map. Ground Zero Map. BTR. Amorplatten. Ey, Seminoob, danke für 21 Monate. Ey, danke dir. Animal ich gerne, Mann. Danke dir. Warte, ich muss das kurz anpinnen. Wobei, ist ein Mod online bei mir gerade? Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Haben Sie einen BTR bestellt? Ja, leider. Ich muss das kurz noch. Warte, du hast auch keine, Mod-Rechte bei mir, oder? Nö. Scheiße, habe ich keinen Mod? Ich bin doch gerade mal auf Streets nochmal. Mhm. Probier das nochmal mit dem BTR. Das wie sehen. Ich frage mich halt eben, die große Frage, die ich mir stelle, weißt du, sitzt das BTR irgendwo? Und du musst hingehen und dann aktivierst du es so gesehen? Mhm. Oder fährt das halt einfach immer rum? Und was passiert, wenn ein Spieler es benutzt? Ja eben, das war bei mir gerade der Fall. Also ein Spieler hat das benutzt und ist zum Crane gefahren. Deswegen bin ich tot, also. Deswegen hat es mich erschossen. Wegen dem Fehler im Launcher, ne? Ich konnte den Launcher starten, aber habe diesen Error bekommen. Da musste ich meine Server nur auf automatisch stellen, dann hat er sofort das Update runtergeladen. Ob es vielleicht jemandem hilft. Okay, könnt ihr probieren, Leute. Habt ihr gehört, die den Fehler haben, probiert mal die Serverregion umzustellen. Ich habe einfach auf automatische Server gestellt und dann hat es funktioniert. Okay, guter Tipp. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich weiß, bist du gerade in der Runde? Nö. Easy, dann renne ich ganz kurz einfach die Spawns ab, werde dabei wahrscheinlich verrecken und dann können wir es probieren. Mhm. Easy. Also, wenn du down bist, ich will aber das BTR finden. Super. Der Rest ist mir gerade Wumpe. Hast du die Quest gemacht auf Ground Zero? Die erste aus Zufall, ja. Ich mal gesehen, dass ich die habe. Plötzlich ding, fertig. Ding. Oh, das ist immer super. Man hat ja 4 bekommen, ne? Was passiert mit den Quests, wenn du über Level 20 bist und den nicht? Keine Ahnung, ich hoffe mal, BSG hat dran gedacht und dass die dann gecancelt werden, aber. Wieso haben die nicht Ground Zero für Spieler bis Level 20 und nach 20, ne? Ab 20. Ah, du meinst also zwei Instanzen hast von Ground Zero. Fände ich eigentlich cool, weil die Map ist schön. Ja, ich hab's gesehen. An den Bildern? Wow. Ja, auch das Gameplay. Also ich finde die super. Hm. Oh no.
Wie ist Performance? Streets kacke, sonst gut. Neuer PC? Nö. Wieso? Alter PC. Wieso kein neuer? Weil der immer noch am Einrichten ist. Oh Gott, ich komm, ich fliege jetzt. Hey Justin. Macht ihr das? Naja, Mann. Das ist einfach, I don't know. Ich wollte vorhin zum Beispiel GoXLR, die Software gibt's ja nicht mehr. Genau, hast jetzt von dem Volontär. Von was? Es gibt einen Volontär jetzt, der mal bei GoXLR. Aha, ja, GoXLR Util, aber das kann ich nicht einstellen, solange GoXLR nicht angeschlossen ist und. Das sind aber so viele Sachen. Ich weiß genau, wenn ich den PC anschließe, den neuen, den ersten Stream mache und dann wird's hier brennen, weil aber nichts mehr funktioniert. Ich schick dir mein Preset, welcher blauen du bis dieses Setup. Ja, Preset habe ich, aber ich muss halt importieren. Aber das kann ich halt erst machen, wenn ich das wirklich anschließe. Gibt's halt dann kein Zurück mehr. Dann nehmen wir schon Kabel, ne? Und schließt an. Let's go. Hast du schon auf jemanden geschossen, der 200 Leben hat in der Rüstung? Nö. Bei mir sind alle umgefallen. Okay. Bisher. Ich weiß nicht, was ich von den ganzen halten soll. Divide my cheeks! Oh mein Gott, diesen Spruch habe ich vermisst. Wo ist er? Divide my cheeks. Alter! Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe über 200 HP. Mein Helm tankt einfach alles. Leute, jeder hat Probleme mit dem Launch. Ich kann halt die Nachricht nicht pinnen, was ein bisschen blöder ist. Aber jeder hat gerade Issues. Ich nehme jetzt extra nur eine Battery mit. Weil mit dem BTR hast du gelesen, die Services, ne? Überflogen, ja. Das ist schon geil, du kannst halt Loot nach Hause schicken. Ja. Das klingt halt schon abartig geil. Und das Coole ist, wie oft waren wir bei Streets auf einer. Was komplett rechts, bei Concordia und so. Was voll lootet und dann siehst du deine Ausgänge im Kran. Eben, ja, es ist halt, du lootest dich voll und denkst dir, Scheiße, jetzt muss ich raus, weil ich bin voll, ich will nicht sterben. Ja. Aber jetzt kannst du halt BTR einen Rucksack da reinschmeißen und den Raid weitermachen. Das klingt halt schon geil. Das ist mega, mega cool. Oh Leute, I'm sorry, aber ich kann nichts machen, dass die Server nicht laufen. Und ich bin nicht Bär, ich bin Yusek. Schlimmer als ein Vibe. Are you fucking insane? What the hell is this? What the hell is this? Ich weiß halt nicht mal, wo die BTR-Stops wirklich sind, ne? Ich habe gesehen, Concord. Nee, hier. Ja, die Website ist halt down, also woher soll ich jetzt wissen, wo die Stops sind? Twitter, warte, ich finde mal raus. Ich habe es auf Twitter gesehen. Aber Streets ist extrem ruhig gerade. Aus der EU-Server? Ja, ja. Also EU halt, die guten Ping haben, habe ich ausgewählt. Okay. Aber schon ein paar. Ah, Tag auf Tod. Todes Game. Aber ich glaube, hier vorne beim Cinema müsste ein Stopp sein. Ja, das habe ich gelesen, ja. Cinema, dann hier Pinewood. Den beim Pinewood Hotel habe ich nicht gefunden. Oder nicht gesehen. Keine Ahnung, wo da der Stopp ist. Wir sind aber auch nicht in Krieg gekennzeichnet oder so. Ah, jetzt wo beim Cinema? Wahrscheinlich da hinten, oder? Nee. Ah, ich denke doch an der anderen Seite. In der Blumenladen. Vor Quirin. Ja, ich weiß, was du meinst. S-Buddy. Ah, Pinewood Hotel, Rodina Cinema, Collapse Crane. Cardial Apartment Complex, weiß ich halt nicht, wo das ist. Tram und City Center. Ich weiß die Hälfte nicht, wo das ist. Tram City Center. Das ist, wo die Skeps immer auf dieser Kreuzung sind. Ja, ist halt die Frage, ne? Weil das eine heißt einfach nur Tram, like, boah. Das kann halt überall sein. Da ist er. Da ist Cinema.
Okay, am Ende der Straße ist der Cinema Exit. Mhm. Bis BTR, den habe ich. Okay, ich suche weiter. Der nächste wäre Tram, ne? Oder City Center, da müsste irgendwo da vorne was sein. Wir gehen mal gucken. Sind wir gekennzeichnet, wenn der ja schon geused wird oder so? Ja, das ist halt das Problem. Also vorhin fuhr das Ding an mir vorbei und ich habe optisch nicht gesehen, dass da jemand drinnen sitzt. Ich laufe halt hin, tot. Nur oben hat sich alles gedreht, also der Turm hat sich gedreht. Ja, aber erst, als ich halt zu nah dran war. Nee, der hat sich auch, in der Fahrt hat, sich ja, hat er sich gedreht. Aha. Vielleicht ist es das, wenn der Turm sich dreht, ist böse, keine Ahnung. Mhm. Welche Plattform? Tarkov? Zauli, schwierig. Aber da bist du besser. Kennen die Person ja nicht. Kommt drauf an, was das Problem ist. Warum niedergeschlagen? Also im nächsten sehe ich irgendwie nicht Tram, keine Ahnung. Vielleicht hält es halt einfach davor, aber woher soll ich das wissen? Hm. Wie ist das Recoil? Das ist blauer Rauch. Recoil ist null. Null? Okay. Nichts mehr. Und überleg, keine Meterwaffen. Ja, es wird alles eine Meterwaffe sein. Ja. Das einzige coole SA 850, ne? Die wird viel, viel spielbarer sein, aber... Wo ist wohl das BTR? Aber ich denke nicht, dass man das mit einer Flare rufen muss, sonst hätte jetzt gerade nicht ein Spieler mir das vor die Haustür bestellt. Weißt du, das... Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur Geld, wie ein Taxi. Mhm. Ich glaube, du gehst hin und dann hast du so, kommt dieses Menü wie beim Taxi, dann hast du ein Dropdown-Menü und willst, was du haben möchtest. Ja. Und daneben steht der Preis. Ich denke, so läuft das. Wie lange steht er auf einem Punkt? Hm? Das ist halt die Frage, ob er überhaupt steht. Oder ob er einfach fährt und dann kurz wartet und weiterfährt. Kannst du überfahren werden? Safe. Safe, ne? Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ja, die beschreiben uns nach Traveling. Also wahrscheinlich fährt er hin und her. Mhm. Frag mich aber, warum der mich abgeknallt hat. Da steht ja, der ist aggressiv, wenn du auf den schießt. Ich habe ja nicht geschossen, ich bin auf ihn zugerannt. Aber man hört ihn ja. Oh. Schade. Das wäre wohl die beste Strategie, um den zu finden. Also er kam von der Mitte zu Kran. Ja. Stell ich in die Mitte. Und dann hinterher rennen. Ja. Vielleicht. Hallo, Taxi! Da bist du befahren. Was, Lups? Aha, meinst du, das mochte mich nicht, das BTR? Maybe. Weil habe ich nur positive Worte für BTAs. Mich interessiert die Sicht, wenn du drin bist.
Ja, mich auch. Aber siehst du, die SKS hat keinen Rückstoß mehr. Das ist schon... Nee. Und PP-Munition? Und ich hab HP, also absoluter Müll. Oh, der hat mir ein AVS gebraucht. Geil. Das ist halt jetzt echt gut, das AVS. Weil vorher war ja immer das Problem, du kannst ein AVS halt nicht reparieren. Mhm. Aber jetzt kannst du die Platten switchen. Ich hoffe nur nicht, dass es viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich halt auch nicht. Hast du mal gesehen, wie groß die Platten sind? Die Platten sind 2x2, 4 Slots. Oh, du Scheiße. Ey, sind da mal moin. Ne, das BTR sollte eigentlich friendly sein zu allen. Oh, ein neues Streamer-Item. Ein Politician Mutkevich Figurine. Ja, maybe gar kein Streamer-Item, vielleicht aber ein generelles Item. Kein Toast. Sorry. Imagine. Warte mal, Zucker. Ja, ich chill jetzt aber hier, bis das BTR kommt oder so. Gut, chill einfach. Ich weiß jetzt nicht, was tun. Ich kann mich auch in die Mitte setzen. Vielleicht hast du recht und er fährt halt immer wieder durch die Mitte. Mhm. Je nachdem, wie lange er halt wartet, weißt du? Weil eigentlich ist die Map so aufgebaut, ne? Ich glaube auch, er geht immer in die Mitte drehen. Muss er eigentlich, so wie die Map ist. Ich glaube nicht, dass er durch diese kleinen Lücken passt. Aber was ich sagen muss, ich weiß nicht, hast du schon gespielt? Nö. Hm. Ich finde, Aimen und alles ist viel, viel snappier. Was? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich finde die Stance, wie er leant und alles, ist viel, viel griffiger. Mhm. Ein bisschen mehr wie Rainbow Six, also das ist wirklich so, du drückst die Taste und zack, du hast die Stance, die du willst. Weil vorher war er so ziemlich, ja, so schwammig, weißt du, was ich meine? Mhm. Du drückst eine Taste, er geht in die Stance, aber rutscht noch ein bisschen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, das ist wirklich so zack und du bist... Au. Arena angepasst. Okay, den habe ich nicht gehört, nicht gesehen, nix, Alter. Stut. Ja. Yeah. Ach, scheiße, die eigentlich... Oh mein Gott, meine Sense, die habe ich ja gar nicht, ne? Nee, die ist auch wieder reset. Boah. Aber ein Skeff-Spieler, RIP. Hey, 40. Ja, es ist halt, wenn ich rede, höre ich nichts, was im Game ist. Das Game ist ziemlich leise, weil ich gerne noch was hören möchte mit 40. Möchte dann nicht mit 40 ein Hörgerät haben, weil ich zu laut Tarkov zocke. Ja gut, dann können wir es jetzt zusammen probieren, auch gut. Sehr gerne. Mein Stash wird schon kleiner. Hm. Ich frage mich, als Gav kann man das nicht benutzen in Service, ne? Gehe ich mal schwer von aus. Oh, gute Frage. Ah, das würde irgendwie keinen Sinn machen. Ja, nee, eigentlich nicht, ne? Vor allem, dann könntest du ja da kannst du ja den BTR die ganze Zeit nutzen, um Leute zu farmen. Wäre eigentlich auch eine Idee, ja. Leute, kommt nicht auf falsche Gedanken, ne? Ich glaube, weißt du, solange die Leute nicht wissen, wie das BTR funktioniert, wird das übelst viele Leute töten. Mhm. Ich wusste es ja auch nicht, ich laufe halt hin und denke, ja cool, nehme ich mit, boom, dead. Eigentlich jetzt einfach die Punkte abcampen, ne? Und warten. Das war die andere Frage. Kannst du das einfach ab, ey? Aber wenn das Beta halt rumfährt, weißt du halt nie, wo einer das nehmen will, was halt auch wieder gut wäre. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Interessant. So, mich interessiert nur noch. Ich hatte, glaube ich, 0,3. Wie funktioniert es? Wir wissen es eben nicht. Ich glaube, wir gehen davon aus, dass das BTR einfach rumfährt. Und du musst halt da sein, wenn es an der... So wie ein Zug.
Weißt du, ich glaube, es funktioniert wie ein Zug. Er fährt durch die City, hält an, kannst du einsteigen, dann Services nutzen und dann fährt er halt wieder weiter. Aber frag mich auch, wie macht er das denn, wenn du ihm sagst, zum Beispiel, ich würde gerne zu Station X. Schmeißt er dich dann da raus? Wenn du einfach drinnen bleibst? Ein Plan. Das wäre voll geil, wenn so, weißt du, kommt so irgendwie so ein russischer Soldat im Panzer, nimmt dich, tritt dir so einen Arsch. Raus mit dir! Zucker. Ja, Zucker. Aber was ich geil finde, auch an der neuen Map, ich habe wieder so ein bisschen dieses damals, als ich angefangen habe mit Tarkov, weißt du, so ungewisse Maps. Deswegen, ich werde auch kein Map Genie benutzen, ich werde aber die Map hier benutzen. Die Exits wüsste ich gerne, aber dann werde ich alles selber erkunden. Ja. Ich glaube, das bockt so viel mehr. Hast du gesehen, die Golden Watch? Gibt es jetzt auch auf Streets, ne? Wie meinst du? Die Quest, wo du die Golden Watch abholen musstest, ich kann den gleich. Aha, uff. Die ist jetzt auf Streets, nicht mehr auf Customs. Ja, super. Ja. Ich find's halt geil, weißt du? Sie drängen immer mehr Leute auf Streets, aber es sind immer noch 50 FPS. Ja. Bald, wenn Kappa-Quests, also, wenn auf Streets Kappa-relevante Quests da sind, ne? Das wird dann lustig, ja. Ja. SNBJJK. Wir sind ja schon, und ne? Dwarf, der Sound, den ich habe, ist gut. Das Problem ist einfach, wenn ich rede im Stream, höre ich nichts. Ich habe auch keinen Bock, da irgendwie Limiter und so reinzumachen, weil das klingt dann im Stream einfach scheiße. Du weißt, ich spiele Tarkov nicht irgendwie mit einem Competitive Mindset. Ich spiele das hier, um Spaß zu haben und zu chillen mit euch. Und dafür brauche ich sowas nicht. Wenn ich eigentlich höre und tot bin, bin ich halt tot. Was machen wir mit den Boys, wenn das Game nicht funktioniert? Was? Ja, also die bekommen anscheinend diesen 1000er-Error, ne? Das ja, Game kriegen alle, der Launcher ist auch überlastet. Ja, ich denke eben dieses Deckungsfeuer, das hat mich gebumst da vorhin. Und Sound kann ich nicht beurteilen. Left Peak gibt es jetzt, ne? Left ja, Maustaste 4. Was ist Maustaste 4? Leute, Maustaste 4 ist bei mir Scoop ändern. Ja, die Settings wurden ja zurückgesetzt, also. Oh Gott. Server sind da, ich kann connecten. Nice. Boah, ich hätte auch gerne meine Quicksilver. Hast du denn jetzt die Utility von einem anderen runtergeladen und nutzt die? Ich nutze die schon seit 9 Jahren. Und die ist gut? Ja, mega. Vor allem auch mit der Beta-Software. Ich habe auch Submixes in, ne? Andere Sound sende ich an Stream-PC als bei mir, ne? Aha. Richtig cool. Und ich habe auch auf meinem Tablet habe ich mein GoXLR, also kann über mein Tablet Kapital steuern. Fipad. Ja, da könnte man eben so Kompressor und Limiter und alles reinmachen, aber. Ja. Ich will es nicht zu kompliziert haben. Du hast mich. Ja, ich mag es nicht, wenn ich zu viele Settings habe. Ich find's dann auch irgendwie bescheuert, weißt du? Ich könnte ja bei mir auch. Ich habe ja, wie heißt das Ding? Installiert habe ich das Banana Voice oder so. Ah, das habe ich damals komplett rausgelöscht, weil Katastrophe. Ja, aber ich könnte alles Mögliche. Ich könnte doch Kompressor reinmachen, Limiter, alles. Und dann steuerst du die Software irgendwie ab und dann hast du keinen Sound. Das hatte ich öfters mal. Ja, bei mir ist der noch nie abgekackt. Aber ich meine nur, es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ich finde halt, der Sound im Game muss so sein, dass ich ohne irgendwas damit arbeiten kann. Ja. Also. I don't know. Aber ich Derivat, danke für ein Jährchen, Mann. Ich bin mega zufrieden mit der Software. Okay. Vor allem wegen den Submixes, ne? Im Stream ist es schön, alles zu hören und bei mir ist es einfach übertrieben laut. Ja, okay. Das ist cool. Ich habe das Game ziemlich leise, weil ich möchte halt noch was hören mit 40. Also bald.
Das heißt hier bald, du Sack. Hm. Ich kaufe mir gleich das BTR und sag dem Holz mal Ivan rum. Einmal Execution, bitte. Also nachdem du abgeschossen wurdest. Hier wird nicht geschossen. Hart geschossen. Gleich mit der Stock M4 alles umnieten, weil es kein Recoil gibt. Geil. Recoil ist echt heavy, wirst du gleich sehen, ne? Ich habe ja auf dem ETS das Recoil ja schon getestet. Aber da habe ich mir natürlich Meta-Waffen gebaut, ne? Ja, die haben wahrscheinlich gar nichts mehr. Nee, die haben gar nichts. Also eine HK kannst du komplett einfach nur. Ist einfach Laser. So wie man Laser kennt, ne? Ja, ich bin gespannt, wie das die Meta ändern wird, dieses gar kein Recoil mehr. Was ich halt cool finde, zum Beispiel eine AK, eine Stock AK, hat halt das gleiche Recoil-Pattern wie zum Beispiel Rainbow Six jetzt oder Apex Legends. Gar keins. Doch, es zielt einfach nach oben, aber gleichmäßig. Okay. Also kannst du das guter Spieler halt kompensieren und dann musst du keine Meta-Waffe spielen. Ja. Also du kannst jetzt mit Skill im Grunde Gear kompensieren. Das finde ich halt geil. Ja, das ist ja. Und es wird mehrere Waffen, wird man jetzt sehen, ne? Eben, ja, es ist nicht nur noch Meta M4, weil es ist jetzt mehr viable. Oder und warum ist Matching so leider? Keine Ahnung. Such neu. Ich weiß nicht. Müsst du abbrechen? Ja, brech mal ab. Abends ist ins Wiki übernommen, das ist natürlich geil, danke. Ja, Pizza eingefroren, geil. BTR. Das ist ja die Frage. Also, ich denke, wir müssen wirklich irgendwo hingehen und einfach warten. Das BTR wird kommen. Ich denke, ja. Crane ist wahrscheinlich der beste Ort zum Warten. Oder halt beim Theater. Oder Cinema. Ja, Cinema wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, ja. Also und dann so, warten wir einfach. Wenn wir die Straßen mal so sehen, dann müsste auch jetzt in diesem neuen Bereich, wo man da beim mit dem Elevator extracten kann, die Straße hoch. Naja, da bin ich mir jetzt Tarkov gerade geschafft. Oh, bei mir liegt es auch gerade. Oh, well. Hase-chan, deine Freundin schickt dir wilde Grüße. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht verkackt. Welchen Namen? Egal. Ich hab's versucht, richtig runterzulesen. Maybe hat das Bild ja auch keine 100%, das wäre traurig. Aber Victor ist extra auf YouTube reingesneakt. Ist er auf Twitch oder wo? Nee. Leute, ich kann mit diesem Grüßen nichts anfangen. Ich weiß nicht, was da von mir verlangt wird. Keine Ahnung. Was grüßen? Ich verstehe das nicht, weißt du? So, kannst du XY grüßen? So, was wird aber da verlangt? Meistens ist es einfach nur ein Troll. Ich check das nicht, weißt du? Was? Ihr seht das auch nie bei anderen Streamer. Like, was ist da verlangt? Ich glaube, das Game ist down. Ja? Kannst du mich mal grüßen? Ja, ich grüße Ivans Mama. Mhm. Liebe Grüße. Weihnachtsplätzchen sind nicht angekommen. Mhm. Bin ein bisschen traurig, warte noch. Ich hol dir Marshmallows und Jabjici, das hab ich gesagt. Was will ich mit Marshmallows? Wir haben hier besondere. Die hast du nur hier. Ich will keine Marshmallows, ich will Weihnachtskekse und Döner.
Ja, ich glaube, die Server sind down. Meinst du? Ich glaube, jetzt sind sie endgültig down. Hier geht gar nichts mehr. Hast du versucht, hier, Was ist denn jetzt? Ach du heilige Scheiße. Sieht gut aus. Ah. Kannst du noch meinen Fisch grüßen? Alex Brooks Fisch, ich wünsche dir... Hey Daiko. Könnte mich anstupsen. Ja, mal so früher wie Facebook, weißt du, so anstupsen, dann zurückstupsen. Das so ein Mädchen auch in das. Das war so geil, also. Anstupsen. Das war geil. Was ist das schon? Und dann kriegst du direkt so eine PN, so, ey, du Hurensohn, was willst du? Du bist auch raus, ne? Ich bin auch raus. Gut, neuer Try. Kannst du meine brennende Nvidia grüßen? Robins brennende Nvidia 1660. Gib dir mal Mühe, verdammt. Nein, Bruder. Fortnite habe ich einmal reingeschaut, aber nicht aktiv, ne? Hast du schon mal im Chat gelesen, Streamer können spielen? Also, ne? Alter, mein halber Chat heute war so... Boah, immer diese Streamer, die spielen können und alle anderen nicht. Was ein paar Wichser und so. Und ich sitze hier und denke mir, okay, danke. Ja, wir haben Streamer-Server-Chat. Ja, vor allem, ich bin ja nicht mal als Streamer angemeldet bei BSG, weißt du? Die wissen nicht, dass der Account da von dem Streamer nicht, gespielt wird. Hast du versucht? Nö, ich hab's nicht. Ich müsste mal machen mit dem Anmelden, da könnte ich einen Namen verstecken, aber pff, mehr ja, bringt's ja nicht. Keine Ahnung, wow, ich hab Hans geeditet. Na super. Ne, 18 Uhr gehe ich offline, wegen Family. Japanisch habe ich gesehen, ey, Bonsai, moin. Was ich, ja, das finde ich schade mit der Integration ins Base Game, da bin ich ein bisschen traurig. Dass das aha, nicht gemacht wurde. Ich habe echt auf einen Vibe in Arena gehofft. Ich habe einfach darauf gehofft, dass sie es verknüpfen, weil jetzt wird keiner mehr Arena spielen. Nee. Arena ist tot, ab heute. Das heißt, ist schlimm. Vor allem, noch ein zweiter Grund. Die ganzen Änderungen mit Recoil-Anpassung, Volten und so sind alle nicht in Arena, heißt. Mhm. Jetzt kannst du nicht mal Arena spielen, um zu üben fürs Base Game. Weil du gewöhnst dir ein schlechtes Recoil-Management an. Das haben die so. Ja, keine Ahnung. Also das sind die gute. Oh, George. Die als Wolle zu zocken. Ich hab die halt in Arena, ne? Die Waffe ist geil. Aber der Kick von der ist halt abnormal, ne? Ja, aber jetzt eben nicht mehr. Jetzt aber nicht mehr, aber doch eigentlich schon. Bei Arena wurde ja. Ist das Rico jetzt auch in Arena? Nö. Ja, dann. Ich glaube nicht. Jo. Oh, guck mal, der George denkt, ich bin 25. Was ein Charmeur. Aber ziemlich nah, ich bin 24. Nee, eben, Arena hat jetzt... Das Ding ist... Du siehst in Arena auch den Models, wo sie angefangen haben, Arena zu entwickeln. Und die zwei Games sind einfach eigene Wege gegangen, statt zusammen zu bleiben. Ich weiß nicht, wie sie das vorhaben, zu verknüpfen wieder, aber... Bei Arena zum Beispiel auch gewisse Feature nicht. Das selektive Healen geht nicht in Arena. Du kannst nicht auswählen, weißt du, vier draufbleiben, da kommt ein Dropdown, welches Körperteil du heilen möchtest. Was wäre der Stand von der Arena irgendein Alter, was sie gerade so... Das heißt, Arena, der Stand in Arena ist ein Jahr alt. Ja. Das ist halt super schade. Und wenn die es jetzt nicht verknüpft haben, ne? Ja. Das ist jetzt der lange Vibe. Also bis Juni wird halt nicht mehr gewiped zumindest, oder? August. Wissen wir nicht, sehen wir dann. Ja. Ey, Wanderirat, habe ich dich gesehen schon, oder? Ganzes Jahr? Habe ich gesehen. Bitte sag mir, ich habe darauf reagiert. Das tut's mir leid. Vielen Dank, ja.
Ja, bin gespannt, wie sie das machen. Weil ich denke, Arena lebt nur, ja, solange es eine Verknüpfung ins Base-Game hat. Ja, safe. Dass du auch so da dein Geld lernen kannst oder beziehungsweise auch... Eben, dass du statt Scaven halt dort ein bisschen grinden kannst. Mhm. Sonst, dit. Smart Wurst, also danke für drei Monate. Sorry, was? Hast du Arena auch gezockt die Tage oder nur Velo? Nö, die letzten Tage habe ich nur Valorant gedaddelt. Okay. Gestern war echt gut in Velo, ja. Ich bin auch weg gleich. 18 Uhr ist Familie und dann bin ich erst Freitag wieder da. Oha. Ich war überrascht, dass sie früher fertig waren mit den Servern. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute spielen kann. Manchmal wird man auch positiv überrascht. Nicht oft, aber kommt vor. Hey, moin. War FPS 1. Ey, sie lass irgendwo zum Stopp gehen. Wo sind wir? Ich meine, hier rechts müsste jetzt einer sein, ne? Ich weiß nicht, ob hier ein Stopp ist fürs BTA. Könnte ich mir vorstellen. Ja, der Launcher, ich habe eine Stunde gebraucht, Schimmel, bis ich das Update ziehen konnte. Eine Stunde lang immer wieder refreshed. Na, hier ist keiner. Aber man weiß es halt nicht, ne? Es gibt so ein paar, die sind obvious, aber lass doch zum Cinema hoch, oder? Ja, mach mal. Geh noch links zum Cinema hoch und dann warten wir mal, bis das BTR kommt. Und wenn das da ist, ich habe 120.000 Rubel dabei. Ich hoffe, ich kann mir davon was Schönes kaufen. Stimmt, ich habe Geld vergessen. Egal. Was hast du vergessen? Geld mitzunehmen. Aha, yo, ich habe 120.000 dabei. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Ja, spielst du jetzt auch mit, du spielst mit deinem EOD-Account jetzt, ne? Ja, ja, jetzt spiele ich EOD. Ich muss sagen, die Idee letztes Mal war halt, dass ich länger Freude habe am Game mit mehr Missions, aber hat nicht funktioniert. Ich war dann nur abgefuckt mit dem kleinen Stash. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich glaube Sniper-Scaff oben. Er war gerade mad. Ach, ich muss jetzt einmal klicken für ein Anvisieren. Ekelhaft. Ja, Papa Schlumpf, man kommt langsam rein. Es dauert, aber man kommt langsam rein. Muss man vorüber. Das Problem bei mir ist aktuell, das Blindfire switchen mutet mich gleichzeitig. Oh. Oh Gott. Hinter uns der Sniper-Scaff oben. Sniper-Scaff und ein Scaff. Wenn der mich trifft, bin ich tot. Ja, lass dich da nicht treffen. Haha. Oha. Bin im Hof. Ist der Scaff gerade durch eine Tür gebackt, ohne sie zu öffnen? Ist das ein Geist? Scaff minus? Ein nice one, freut mich, danke dir. Och, endlich oh, ich hab eine Weihnachtskugel. Ah, die gibt's noch. Also gibt's noch den Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsbaum, den gibt's aktuell, ja. Oh nee, das heißt, der Weihnachtsmann ist auch irgendwo. Ja. Oh no, ich werde den so safe erschießen. Ich will es nicht, aber ich erschieße den jeden Wipe. Echt? Ich hab ihn letztens auf Maps gehabt. Ich hab eine Grafikkarte gelegt. Ich habe eine Grafikkarte gelegt, der hat mir eine Batterie gegeben. Guter Trade. Ja, mega, ne? Wollte mal testen, wenn ich ihn mal, ne? Hier. Beethoven und so. Ey, der gibt random Sachen. Dem ist scheißegal, was du ihm gibst. Ja. Ey, und wo war? Warte, ich muss YouTube Alert anmachen. Industrie geht ab. Chat, wo ist er? Bevor der Alert kommt. Ah! There we go. Sorry, ich musste kurz YouTube Alert anmachen. Wova, vielen Dank für 3 Monate. Ey, dankeschön. Auf YouTube-Memberschaft. Danke, danke. Ach, nee. Oh. No, please. Please don't shoot. Please. Haben die mehr Sniper hingemacht? Ja. So weit hat der, glaube ich, nicht angeschossen. Also ich wollte gerade sagen, hier wurde ich noch nie angeschossen von dem. So ist jemand hier oben in der... Yippie! Bist du wieder am Fressen? Hallo in Green Eyes, ich genieße einen gemütlichen Tee. Geil. So. Wie sich das für einen zivilisierten Mensch gehört.
Kaputi. Aus zufälligen London oder was? Nee, aber ich hab eine Serie geguckt, da kommen. Also. Mit ein paar Briten. Ich fand auch die Simpsons-Folge gut, wo er so ein bisschen britisch ist und jeden zum Duell herausfordert. Hab ich nicht geguckt, sorry. Wo wir hier links mal reinluschen? Hier. Metro Valley und Azechen gleich Scherzchen. Hier rein, hier rein. Warum hier rein? Ich hab Zucker. Hä? Ich hab einen Zucker. Was, du hast einen Zucker? Ich hol mir kurz mal Saliva. Mach du das? Ja, mach ich. Wupp, wupp. Ich hab wohl See gefunden. Dieses fucking Yippie, ey. Das hat mich eben erschrocken, ne? Wieso, was ist denn jetzt los? Das Cinema sieht gut aus. Doch, ein Saliva. Ja, ich wusste es. Ich hatte den Riecher. Warum wurde das so hell auf einmal? Was? Ja, die haben scheinbar auch das überarbeitet, dass das Pauling besser ist, also mit den Texturen laden. Ja. Das soll jetzt besser sein. Ich hab jetzt nicht geachtet. So, also hier ist der Boxenstopp fürs BTR. Und im Grunde müssen wir hier jetzt einfach warten, bis der hierher kommt. Weil das hier ist 100 Pro der Stopp. Mhm. Bist du schon unten? Ja, wahrscheinlich. Ich bin beim Stopp, ja. Okay, ich komm. Also das Ding ist laut wie Sau. Das hörst du, wenn es kommt. Also wir können hier eigentlich einfach chillen. Glaube ich. Mhm. Das ist ja Yippie. Red Robin, nicht nur du. Nicht nur du. Es läuft aktuell nicht so gut. Server sind ein bisschen überfordert. Endlich wieder looten. Ja. Okay, aber das Gute ist, wenn du Maus hat gedrückt hältst, ne? Um dieses Kopf links rechts zu drehen, ne? Ja, kann man, wie man das nennt. Eben auf dem ETS, ne, war es sehr, sehr, sehr langsam. Leute, chillt ein bisschen bitte. Das ist, muss ich die Alerts. Muss ich die Timer hochdrehen, ne? Ich bin über bei mir, ne? Yes, sir. Ja gut, dann warten wir mal, bis das Ding kommt. Ja, ich wusste nicht, wo die oben ist, kommt, ne? Ich hab Bronze Line. Alle Noobs, die kein Bronze Line haben. Alle Noobs, wer kein Veritas hat. Hey. Stimmt, Pistol und so müsste auch ganz anders sein mit dem neuen Recoil. Also, die SKS ist so smooth jetzt, ne? Ja. Und stell dir vor, jetzt eine AK mit der 741. Was war die? Minus 20% Recoil. Alter, ich hab so Streamer-Lack gerade, das ist unnormal. Das ist nichts gefunden. Ich hab schon Gas Analyzer, Bronze Line, Flash Drive. Ja. Ah, Streamer-Items. Ja, ich weiß. Streamer-Server. Streamer-Lack. Ich bin ein bisschen nervös. Hey, Vadim. Ich wollte gerne, wenn ich den Apfel werfen könnte. Ich fang. Buh. Buh. Hallo. Buh. Okay. Warte mal, ich muss mal meine Einstellung mal kurz rein. Controls. Aim. Press. Was war? Continuous, ne? Ne, Release. Wollten oder was? Ne, ich will nicht aimen, dass ich nur einmal klicke. Also, ich halte, dass ich halten muss. Release, ne? Ich weiß nicht. Für aimen? Ja. Du willst halten. Genau, ich halte. Dann musst du Continuous. Continuous?
Danke. Ja, das Leftling sieht weird aus, aber... Warte, wir können es ja mal testen. Ja, komm mal her. Na, ich... Schießt, wir müssen kurz das Left Leaning testen. Okay. Wo bist du? Oben, ne? Im Haupteingang. Das Bittere ist nicht da. Warte mal, jetzt haben wir hier, das ist so ein Right Peak. Haben wir irgendwo ein Left Peak? Stell dich einfach hier. Ja, Peak einfach hier dahinter, so. Hier, komm. Was? Ja, was ist der Right Peak für dich? Aber nee, aber mach. Geh mal auf die andere Seite. Okay. Mach mal jetzt den Shoulder Swap. Ein Schulter-Swap da. Maustaste 4. Ach du Genau. Jetzt aim mal damit um die Ecke. So, dass du mich siehst. Ich sehe dich jetzt. Das ist schon besser als vorher, ne? Ja, ja, da bin ich jetzt. Halt, man sieht immer noch extrem viel von dir. Mhm. Aber mach's mal ohne Swap. Jetzt ist ohne. Jetzt sehe ich dich gar nicht. Jetzt swap ich. Jetzt sehe ich dich. Ja, aber nee, mach jetzt ohne Swap und so weit, bis du mich siehst. Mit Left Lean. Warte. So sehe ich deinen Kopf jetzt. Ach, schon massiv besser als vorher. Geh nochmal so weit, dass du gerade siehst mit Swap. Ist gerade? Ja, mit dem Swap, aber ist das, dass du mich gerade siehst, so. Boah, das ist halt, das ist... Das ist Tag und Nacht. Das BTR kommt. Er kommt von... Er ist rechts. Ja, aber wie wissen wir jetzt, ob er friendly ist? Keine Ahnung. Schießt er? Das letzte Mal hat er mich... Dreht sich der Turm? Nee, er dreht sich nicht. Das meinte ich. Turm ist chill, oder? Der Turm ist chill. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch chill. Easy, lass mal gucken. Da du nicht geschossen hast. Ich weiß ja nicht, was ich letztes Mal... Oh, der ist da unten. Cool. Da ist sein Halt. Mal einsteigen. Hey, wer hier, der schießt mich wieder. Wäre ich traurig. Ich hab einen Gerstner-Leister dabei. Hallo. Nee. Awaiting payment. Und wo zahle ich? Hast du bestellt? Ich kann nicht zahlen. Ich bin drinnen. Hä, wie? Talk to the driver. Wenn du drinnen bist, kannst du talk to the driver. Hm, du musst rein. Wie bist denn du reingekommen, F? Ja, wir haben 1 Minute 20. 1 Minute, 1,5 Minuten. Ah, hier kann man rein. Hier kann man rein. Geil, aber die Animation ist smooth. Moin. Talk to the driver. So what can you do? Move items to stash. Ah, guck mal, guck dir das an. Ich kann jetzt ein Bros line, das hier und sagen wir... Ne, scheiß auf den. Das hier und den Gas Analyzer kann ich für 33.000 nach Hause schicken. Echt? Und die sind jetzt found in Raid. Move items to stash. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Das ist ja so geil. Lass mal ein Raid nehmen. Warte mal. Aber du hast kein Geld, ne? Ich hab kein Geld. Also du brauchst... Aha, du brauchst... Okay, warte, wie lange haben wir noch? Wo ist der Timer? Warte. Wir haben noch 27 Sekunden. Also lass kurz raus, ich drop dir Geld. Okay. Gib mal. Ich will mal sehen, was hier. 15.000 kostet das. Hey. Was denn? Ein Ride. Also fahren. So. Fahren. Talk to the driver. What can you do? Take a ride. Sagen wir zu Crane. Collapse Crane. What can I do? Ich kann kein Take the Ride machen. Weil du Wieso machst nicht? Ah, muss nur einer bezahlen? Ja, anscheinend nur einer. Ah! Geil. Es muss nur einer bezahlen. Ja. Und wann fahren wir? Oh, jetzt. Oh, jetzt? Das ist ja so geil, Alter. Ich habe auch jetzt einfach mein Servicebook vergessen. Also du kannst mit dem reden. Ich hab mein Stadio jetzt im Stash gekauft. Ich kann Cover Fire kaufen. Geil, wie viel kostet's? Gar nichts. Ach, 80.000 sonst. Aber wie geil ist das denn? Der hat jetzt meinen Bronze Line und den Gas Analyzer schon nach Hause geschickt. Der ist schon safe. Ich muss gar nicht mehr überleben. Genau. Ich hab mein Stadio rüber geschickt. Und wir haben Crane sogar als Exit. Also wir könnten da theoretisch dann direkt raus. Alter, das ist ein Feature. Muah. Das ist geil. Das ist super geil. Aber jetzt ist die Frage nur, wenn wir ankommen. Das muss einer klippen, Leute, by the way. Wenn wir jetzt ankommen, ne? Ja. Wie wissen wir, dass uns keiner abnimmt? Gar nicht. Dann müsstest du eben das andere kaufen dazu für 80.000. Okay. Ich frage mich, hält der jetzt noch an anderen Orten oder fährt er uns jetzt direkt dahin? Kann jemand jetzt einfach einsteigen? Wenn wir drin sind? Ja. Ich glaube nicht, dass jemand einsteigen kann, wenn wir hier drin sind.
Das heißt, er müsste uns jetzt eigentlich theoretisch direkt durchfahren. Okay. Geiles das denn, bitte? Das ist so ein geiles Feature. Holy moly. So kann ich mir das vorstellen, dass wir die Map erweitern. Das ist richtig cool. Das ist super. Ich bin gerade richtig Fan davon. Ey, mit dem neuen PC, wenn ich endlich Switch spielen kann. Oh, ich werde diese Map grinden, ne? Ach, du musst auch mal PC einrichten, ne? Ja, das mach ich, wenn ich zurück bin am Freitag. Okay. Nee, ich glaube... Nee, der Boss ist doch woanders, oder? Das weiß ich nicht. Genau. Aber warte, kann man das nur einmal oder kann ich jetzt wieder hingehen und schon neue Items nach Hause schicken? Einen Moment. Oder hat das dann cool, dann kannst du es vielleicht nur einmal im Raid. Ja, du kannst nur einmal im Raid, geht das nur. Okay. Nee, aber du kannst Items im Wert von 8 Slots nach Hause schicken. Ja. Also wenn du LEDX, Grafikkarten, sowas hast, ist das halt Bombe. Das ist richtig, richtig cool. Super. Guck mal, wir haben jetzt Collapse Grand Ausgang, ne? Wir können sofort raus. Ja, also ich bin voll, von mir aus können wir raus. Warte, gut, wobei, warte, ich muss danach eh gehen. Das heißt, ich loote noch kurz besser. Dass sich das lohnt und dann passt. Warte, ich habe eine TTSK gefunden. Was immer das ist? Die 6er Weste. Alles klar. Ah, die hat 2 Platten. Hey Leute, eure Meinung zum Feature? Das ist Bombe, oder? Cool. Das ist wahnsinnig geil. Wow. Am Vibe, ja. Lange sowas nicht gesagt, aber... Und jetzt geht er. Aber guck mal, er geht nach links. Dreht er? Ah, du hast recht. Aber der dreht, ja. Der dreht, lol. Geil. Jetzt fährt er weg. Aber wo fährt er jetzt lang? Warte. Gerade, ich sehe es nicht. Ah, er biegt da ab und geht jetzt hier runter. Das ist richtig cool. Oh, noch ein Iskra, nice. Geil, oder Leute? Das ist echt cool. Endlich mal was, wo man wirklich sagt, mega, mega geil, ne? Das ist richtig geil. Ey, ich weiß noch nicht, wann er nicht friendly ist. Das ist ein bisschen so eine Sache. Schau dir mal bitte, wo er eben ankam, wo du ungefähr. Ja, ich glaube, bist. Wenn der Turm oben dreht, ist er böse. Aber wenn der ruhig ist, ist er chill. Ah, ich habe kein Flea Market, sonst wäre das hier richtig gut. Richtig geil. Alter. Matto Valley, danke für den super Sticker, ey. Vielen Dank. Sehr, sehr großzügig, danke. Okay, krass. Ich bin echt, also, das macht. Ah, shit. Das macht die Streets Map zu einer der geilsten Maps gerade. Ja. Nach den ganzen das Tagen, alleine. Die ganze geflucht haben, muss ich jetzt sagen. GG. Echt cool. Naja, ich glaube, wenn einer Cover kauft, dann schießt das Ding auf dich am Exit, aber dann siehst du es am drehenden Türmchen oben. Mhm. Glaube ich. Hey, ich bin voll. Ja, ich auch. Alter, richtig cool. Wohin? Ich denke auch, das wird einer der besseren Vibes. Also klar, je nachdem, wie sich das Recoil spielt. Also, bei Meta war. Ah, guck mal, den Recoil. Du hast aber gar keinen mehr. Das ist so crazy. Genau. Ich habe aus Versehen ein bisschen runtergezogen dazu, deswegen war es zu viel. Alter. Du musst einfach gar nichts mehr machen. Das ist krass. Und das, was ich noch nicht weiß, wie ist es, wenn du die Quest auf Ground Zero nicht machst? Du dann das ist auch eine Frage, ja. Ich werde die, glaube ich, gleich angehen. Ach, jojo, echt schön, mein Leben. Leute. Nur noch Performance. Da können wir uns auf was freuen, glaube ich. Da können wir uns auf was freuen. Und warte mal, wo ist mein Lever jetzt? Ah, das stimmt. Jetzt gucke ich auch gleich. Muss vielleicht im Stash liegen. Oder vielleicht kriegst du es per, weißt du, per Nachricht. Ich hab's jetzt erstmal nicht hier. Ich sehe es nicht. Ja, guck mal bei den Händlern, ob du eine Message hast. Oh, nee. Von System oder Prapo oder so.
Ah, ah. Nicht zum Abholen. Nur, dass ich die, hier die... Es ist verbuggt. Nee, das wäre so RIP, Alter. Bitte nicht, Alter. Komm. Gas Analyzer nach Hause geschickt. Meiner ist auch nicht im Stash. Oh, oh. Ne. Du musst das irgendwo... Ich hab's nicht. Nein! Nein, es waren Bros Alliance und Gas Analyzer. Ich hatte einen Saleber. Dude, no way. Jetzt kriegen wir das nicht. Wenn du ja, vielleicht dauert das ein bisschen so. Vielleicht auch so wie eine Versicherung, dass das halt erst nach einer Weile kommt, ne? Kann sein. Wenn du richtig auf ein Magazin drückst, hast du jetzt Load vom Preset. Create ja, ja. Preset. Was kann man da? Ja, du kannst halt einstellen, du möchtest irgendwie Top-Loading, er macht 5-5-1 haben. Alter. Drunter MA5. Ne, das wäre ein bisschen blöd. Das hier. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Und ganz unten könntest du noch andere. Also das ist schon ein geiles Feature, muss ich sagen. Ja, schon. Das ist schon ein super geiles Feature. Okay. Ah, stimmt. Stimmt, gerade ist ja geschrieben. Wo geht das? Rechtsklick aufs Mac und dann Load from Preset. Gerade wird geschrieben, was ich auch Hand und Fuß hat. Die Map läuft ja noch, ne? Und der BTR ist immer noch da. Ja, aber ich meine, rein technisch gesehen wäre es kein Problem, das direkt zu schicken. Es ist halt jetzt die Frage, wie BSG das haben möchte. Davon hängt es halt ab. Ist, wieso sollte man es nicht sofort in den Stash schicken? Ne? Weiß nicht. Aber ich bin begeistert. Ich bin auch. Also das ist super geiles Feature. Damn. Das wird richtig Bock machen. Vor allem, weil du halt... Ich denke, sowas müsste auf allen Maps rein. Weißt du, dass du halt einen Grund hast, die Raids in die Länge zu ziehen. Wenn du halt die wertvollsten Items abgeben kannst, dann hast du einen Grund, den Raid bis zum Ende zu zocken. Genau. Dann hört das auf mit diesem, in 10 Minuten ist der Raid tot. Das wäre halt super geil. Oder halt auch so, du findest ein USB. Die Leute rennen dann sofort zum Haus. Oder wenn du eine Grafikkarte, LEDX findest, ne? Genau, was mich jetzt interessieren würde, ob auch Missions-Items gehen. Was ich halt gesehen habe, es hängt vom Wert vom Item ab, wie viel es kostet für den BTR, ne? Weil ich habe eben GP-Coin reingetan, hat mehr gekostet als ein Veritas, ne? Mhm. Also wird es dann vielleicht für LEDX 100k sein oder so. 200k. Ich bin begeistert. Ich weiß, Leute, die Launcher laufen noch nicht so gut. Guck mal, wenn es euch ein Trost ist, ich bin jetzt 2 Tage weg. Ich bin erst am Freitag wieder da. Kann also auch nicht zocken. Vielleicht tröstet euch das ein bisschen. Wir sind alle im gleichen Bötchen. Alle im ganzen Bötchen. Außer Ivan, der ist ein Hardcore-Suchti. Oh ja. Ich freue mich so, ne? Ich habe heute Auszeit genommen. Ne? Gestern musste ich auf eine Hochzeit und so weiter, aber heute... Heute habe ich mir mal freigenommen. Naja. Auf geht's, ey. Schon ein bisschen... Ich hätte schon Bock zu zocken, aber schon ein bisschen Ripper. Naja. Ja, sag mal wieder nächstes Mal. Egal, meine Oma, die freut sich auch. Ja, safe. Oma ist wichtig. Oh ja. Aber Ivan, dann sage ich schon mal danke dir. Sehr gerne. Und wir schauen dann danach, wenn ich wieder da bin. Tschüssi. Kann ein bisschen grinden. Nein, der mein Messer. Easy, ich wünsche dir viel Spaß. Bye-bye. Also Leute, danke fürs dabei sein. Auf YouTube nicht vergessen, Daumen hoch, unterstützt den Kanal, vielen Dank dafür. Ich werde Timestamps reinmachen, dass ihr es nachschauen könnt, die spannenden Parts mit den Änderungen. Und auf Twitch wollen wir noch was raiden. Also auf YouTube sage ich schon mal danke fürs dabei sein. Wir hören uns am Freitag wieder. Und ey, genießt den Vibe. Es scheint geil zu sein.